So, guten Tag und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Konferenz Baustelle Demokratie, selbst ein Mammutunternehmen, eine Großbaustelle, die sich bis Sonntag erstrecken wird. Diese Konferenz ist eine Kooperation mit dem Deutschen Theater und unseren Medienpartnern, der Taz, Freitag und City, bei denen ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Das gilt auch für die zahlreichen Aktivisten und Expertinnen aus der Zivilgesellschaft, die gemeinsam mit Kollegen der Heinrich-Böll-Stiftung die Workshops am Samstag mitgestalten werden. Weshalb Baustelle Demokratie? 1989, 90, als die Mauer fiel und die europäische Einigung sich anbahnte, hegten viele die freudige Illusion, dass mit der friedlichen Revolution in Mittelosteuropa ein neues globales Zeitalter der Demokratie begonnen habe. Der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukushima verkündete seine These vom Ende der Geschichte, dem Siegeszug von liberaler Demokratie und Marktwirtschaft als konkurrenzloses Modell. Inzwischen sehen wir mit einiger Ernüchterung, dass diese Prognose mitnichten eingetroffen ist. In Osteuropa sind wir mit neoautoritären Systemen, zum Beispiel in Russland und Weißrussland, konfrontiert. Auch innerhalb der Europäischen Union stehen die Dinge nicht zum Besten. Wir sehen besorgniserregende Entwicklungen in Ungarn und eine schwelende Krise der Institutionen, vor allem in den Ländern, die von der Wucht der Finanz- und Wirtschaftskrise erschüttert werden. Schwellenländer wie China und der Iran sind Bastionen repressiver Herrschaft, die offensiv für ihr Modell werben. Der demokratische Aufbruch in der arabischen Welt hat schwere Rückschläge erlitten. Syrien ist zu einem Schlachthaus geworden, in dem der arabische Frühling in Blut zu ersticken droht. Und dennoch ist der rebellische Geist der Demokratie nicht dauerhaft zu bändigen. Das erleben wir gerade in der Türkei. Und es sieht ganz so aus, als müsste Ministerpräsident Erdogan doch zumindest den Teilrückzug antreten, weil ihm der Protest über den Kopf gewachsen ist, der fast aus dem Nichts kam. Das zeigt auch noch einmal, wie unerwartet solche demokratischen Aufbrüche stattfinden. Sie sind kaum vorhersehbar. Auch in unserem eigenen Land ist die Demokratiefrage zurück auf der Tagesordnung. Vor allem, und das ist erfreulich, haben wir es mit einem wachsenden Anspruch auf politische Teilhabe zu tun. Stuttgart 21 war da nur die Spitze des Eisbergs. Allerorten geht es um Einmischung von Bürgerinnen und Bürgern in die öffentlichen Angelegenheiten, also in ihre eigenen Angelegenheiten, auch jenseits von Wahlen. Entscheidungen werden nicht mehr allein deshalb akzeptiert, weil sie von demokratisch legitimierten Körperschaften getroffen werden. Transparenz und Beteiligung sind Erwartungen, die von Parlamenten und Regierungen nicht länger ignoriert werden können. Die neuen Medien, das Internet, verstärken diesen Anspruch und verschaffen ihm zugleich einen neuen Resonanzraum, allerdings einen, der stark zerklüftet in alle möglichen Interessengruppen und Gesinnungsgemeinschaften parzelliert ist. Oft geht es eher um wechselseitige Bestätigung als um einen offenen Diskurs. Und oft genug werden Meinungsäußerungen im Netz zum Surrogat für politisches Engagement, das auf Veränderungen in der analogen Welt zielt. Dass auch im Netz der Konflikt zwischen Information und Meinungsfreiheit und staatlicher Überwachung tobt, wissen wir nicht erst seit den jüngsten Enthüllungen über groß angelegte Datenschnüffelei amerikanischer Geheimdienste. Was häufig als Politikverdrossenheit bezeichnet wird, wäre präziser als Parteienverdrossenheit zu benennen. Die Parteien verlieren an Achtung und Zutrauen. Ob ich das so gut finde, steht auf einem anderen Blatt. Die Parteien verlieren an Achtung und Zutrauen.
Die Wahlbeteiligung sinkt. Das berührt den Kern der parlamentarischen Demokratie, die Entscheidung über politische Handlungsalternativen mittels Wahlen. Wenn Politik als alternativlose Sachzwangverwaltung kommuniziert wird, wie das die Kanzlerin mit Vorliebe tut, erodiert der Sinn von Wahlen. Gleichzeitig wächst die Skepsis gegenüber der Leistungsfähigkeit der repräsentativen Demokratie. Sie macht sich vor allem fest an der Vermutung, dass Parlamente und Regierungen weitgehend ohnmächtig seien gegenüber einer globalisierten Ökonomie, also Primat der Märkte statt Primat der Politik. Die Serie der Finanzkrisen der letzten Jahre hat diese Lesart noch bestärkt, obwohl ich sie nicht für das letzte Wort in dieser Geschichte halte. Politik ist doch handlungsmächtiger, als viele glauben und als sie oft selbst glaubt, wenn sie die nötige Entschlossenheit hat. Ein weiterer Aspekt ist die Sorge um einen Verlust demokratischer Mitbestimmungschancen im Zuge der europäischen Integration. Souveränität wandert von den Nationalstaaten in die europäischen Institutionen, vor allem in die Hände des Europäischen Rats, also dem Club der Regierungen. Auch die Europäische Zentralbank ist zwischen Nolens Volens zu einem finanzpolitischen Akteur geworden, dessen Entscheidungen tief in das Budgetrecht der nationalen Parlamente hineinreichen. Wie weit diese Verlagerung von Entscheidungsmacht durch eine weitere Aufwertung des Europäischen Parlaments zu kompensieren ist, bleibt eine kontroverse Frage. Unsere Tagung schlägt also einen großen Bogen und erfasst doch lange nicht alle Themen, die relevant und lohnend zu diskutieren wären. Ich nenne nur die Frage der Wirtschaftsdemokratie oder die Debatte um das Verhältnis von Ökologie und Demokratie. Die Sympathie, die etwa Jürgen Randers, einer der langjährigen Vordenker der Ökologiebewegung, für das chinesische Modell hegt, trifft sich mit der Bewunderung, die man auch in Wirtschaftskreisen für ein System hört, das keine großen Rücksichten auf die Zivilgesellschaft nehmen muss. Der eine sympathisiert mit der Idee eines wohlwollenden Diktators, der die Wende zum Weniger erzwingt. Die anderen hadern mit der wachsenden Schwierigkeit, Großprojekte wie Stuttgart 21 oder den Berliner Regionalflughafen umzusetzen. Für uns ist die Demokratische Republik ein Wert an sich. Sie ist die Art und Weise, wie sich politische Selbstbestimmung und Freiheit artikulieren. Demokratisches Engagement zu stärken, ist eine grundlegende Mission der politischen Stiftungen. Demokratie, und das spielt an den Titel dieser Konferenz, ist eine Großbaustelle, die nie abgeschlossen sein wird. Ein Projekt, das immer im Fluss bleibt. Sie verändert sich mit der gesellschaftlichen, kulturellen und ökonomischen Wirklichkeit und sie muss sich wandeln, um lebendig zu bleiben. Für die Demokratie gilt auf gewisse Weise, was Bernstein über den Sozialismus gesagt hat: Der Weg ist das Ziel. Will sagen, sie entsteht in der demokratischen Praxis selbst. Zu guter Letzt möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen danken, die zu dieser Tagung beigetragen haben, insbesondere unserem Programmteam Demokratie. Namentlich nennen möchte ich Anne Ulrich, unsere Demokratiereferentin, Monika Steins und Andrea Mesch, sowie Peter Siller, den Leiter unserer Inlandsabteilung. Nicht zu vergessen das Tagungsbüro der Stiftung, das für Technik, Organisation und unser leibliches Wohl verantwortlich zeichnet. Ich schließe mit einem Zitat unserer heutigen Keynote-Speakerin, wie das neudeutsch heißt, Caroline Imke. Ich zitiere: Demokratie ist kein Ort, sie lässt sich nicht bereisen wie eine Insel in den Tropen, sie ist nicht statisch, ein Ort des Übergangs, nicht des Bleibens. Und vielleicht erklärt das, warum die Demokratie einem wenig heimisch erscheint, wenn sie nur als abstrakte Institution gedacht wird und nicht auch als ein Netz aus Begegnungen und Gesprächen. Eine Demokratie besteht aus all diesen Praktiken und Überzeugungen, die sich nur verstehen lassen, wenn man im Modus des Suchenden bleibt. Schön gesagt.
Und damit darf ich das Wort an die Verfasserin übergeben, Caroline Imke, Philosophin und Publizistin, preisgekrönt für ihre Berichterstattung von vielen Brennpunkten der Weltpolitik. Seit 2009 moderiert sie die Debatten im Streitraum, eine Veranstaltung der Schaubühne am Leniner Platz und der Bundeszentrale für politische Bildung. Im Zeitmagazin reflektiert sie fortlaufend den deutschen Politikbetrieb und ganz nebenbei ist sie auch Mitglied in der Mitgliederversammlung der Heinrich-Böll-Stiftung. Liebe Caroline, wir freuen uns auf deine Überlegungen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen eine interessante Konferenz. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank erstmal an Ralf Füchs für die Einführung und auch herzlichen Dank an das ganze Team dieser Konferenz und die Einladung. Meine Damen und Herren, sofern wir im Plural existieren, schreibt Hannah Arendt, und das heißt, sofern wir in dieser Welt leben, uns bewegen und handeln, hat nur das Sinn, worüber wir miteinander oder wohl auch mit uns selbst sprechen können, was im Sprechen einen Sinn ergibt. Wenn wir also in dieser Welt leben, uns bewegen und handeln wollen, wenn wir wollen, dass die Demokratie einen Sinn ergibt, müssen wir miteinander sprechen über das, was Demokratie bedeutet, was sie ausmachen kann und muss, damit sie nicht zuletzt den Plural, in dem wir existieren, nicht nur bestätigen, sondern auch immer wieder erneuern kann. In der europäischen Tradition bedeutet Demokratie im republikanischen Kern Volkssouveränität oder Selbstgesetzgebung. Also die Vorstellung, dass die Autoren und Adressaten des Rechts dieselben Bürger, dieselbe Gemeinschaft sein sollten. Selbstgesetzgebung, anders formuliert, heißt, dass alle, die von einer politischen, ökologischen, ökonomischen, sozialen Entscheidung betroffen sind, auch an ihrer Entstehung direkt oder indirekt durch Repräsentanten beteiligt werden. Es ist offensichtlich, dass davon zurzeit keine Rede sein kann. Nicht nur in Europa zu Zeiten der Krise, sondern weltweit sind im Zeitalter der Globalisierung sehr viel mehr Menschen von politischen, fiskalischen und ökologischen Entscheidungen oder Ereignissen betroffen, als an ihrer Entscheidung beteiligt sind. Während sich der Kreis derer, die politische oder ökonomische oder ökologische Gesetze oder Ereignisse bestimmen können, verkleinert hat, hat sich der Kreis derer, die von solchen Entscheidungen betroffen sind, zeitgleich vergrößert. Das ist übrigens etwas anderes, als nur zu behaupten, dass die Zeiten des Nationalstaats vorbei sind. Ja, wenn irgendetwas die Condition humaine im Zeitalter der Globalisierung auszeichnet, dann doch vor allem das: wechselseitige Verwundbarkeit ohne symmetrische Beteiligung an eben den Prozessen und Gesetzen, die die eigene Existenz bedingen und verletzen können. Ob es sich auf die surrealen Finanztransaktionen bezieht, die die Welt als Wille und Vorstellung verspekulieren und Generationen in die schuldnerische Abhängigkeit stürzen, oder das Wetten auf Agrarprodukte, die ganze Landstriche und Regionen verarmen lässt, ob es sich auf militärische Einsätze bezieht, die neuerdings als ebenso alternativlos
wie humanitär behauptet werden, solange sie nur weit weg stattfinden, angeblich der Demokratisierung oder dem Nation-Building dienen und das Töten und Foltern oder Foltern lassen geräuschlos vonstatten geht. Die Kreise derer, die entscheiden und derer, die betroffen sind, sind nicht mehr deckungsgleich und auch nicht repräsentativ. Was wir erleben, ist nicht einfach die Legitimationskrise des Spätkapitalismus, sondern eine Legitimationskrise der Demokratie im Zeitalter des globalen Kapitalismus. Der demokratische Willensbildungsprozess, die Selbstverständigungsdiskurse, die es in einer deliberativen Demokratie braucht, um die Legitimität der Entscheidungen der Repräsentanten zu garantieren, sind aus den Fugen. Diese normative Unwucht, dieses Ungleichgewicht zwischen Autoren und Adressaten, zwischen Entscheidern und Betroffenen, ist nicht einfach postdemokratisch. Sie ist undemokratisch und ungerecht. Wenn es also um die Baustelle Demokratie gehen soll in den nächsten Tagen, wenn ich heute zur Eröffnung über die Herausforderungen an unsere Demokratie sprechen soll, dann möchte ich über diese normative Unwucht sprechen, über die Gerechtigkeitslücke und die Mechanismen der Exklusion, die diese bedingen. Und ich möchte, wenn möglich, mindestens eine Antwort entwickeln, wie diesen Mechanismen der Exklusion zu begegnen sein könnte. Das wird, um es vorwegzunehmen, eine sehr bescheidene Antwort sein, eine, die vielleicht nichtig erscheinen mag, zu leise, für Menschen wie Rainer Faust vermutlich auch zu literarisch, zu zart auch angesichts der mächtigen Techniken der Exklusion, aber es ist die einzige, die mir gegeben ist. Mir scheint es, vier unterschiedliche Formen und Mechanismen der Exklusion zu geben. Erstens politische und juristische Formen der Exklusion, also Formen von einem normativen Ausschluss. Unter diesen politischen oder juristischen Formen der Exklusion wird im Wesentlichen Zugang zu Positionen reguliert, Zugang zu Bildung, Zugang zu Territorien, Zugang zu überlebenswichtigen Gütern wird bei diesen Mechanismen der Exklusion verweigert. Also erstens politische oder juristische Formen der Exklusion. Zweitens ästhetische oder visuelle Formen der Exklusion. Darunter verstehe ich zwei verschiedene Techniken oder Mechanismen. Einmal das Unsichtbarmachen von Personen oder ganzen Gruppierungen als eine Form der Exklusion. Und zweitens die visuelle Entstellung oder Reduktion auf etwas Differentes als etwas anderes. Also Beispiel Frauen, Muslime, Schwarze, um nur bestimmte Beispiele solcher Gruppierungen zu nennen, die auf beide verschiedenen Formen ästhetisch oder visuell ausgeschlossen werden können. Einerseits, indem sie einfach unsichtbar gemacht werden oder indem sie in einer ganz spezifischen Form immer und immer wieder reproduziert dasselbe Klischee dargestellt werden und die insofern auf etwas Bestimmtes festgelegt werden. Sexismus und Rassismus wird oftmals vornehmlich als Diskriminierung debattiert. Ich glaube allerdings, in dieser Hinsicht, in diesem Zusammenhang hier, ist es sinnvoll, es auch als eine Form von Exklusion zu debattieren. Drittens, sprachliche Mechanismen der Exklusion. Also narrative Konstruktionen, Geschichten, Erzählungen, die Angehörige von Minderheiten entweder ganz auslassen oder nur zu Kollektiven bündeln. Als weitere Form dieser Form von sprachlicher Exklusion werden Individuen oftmals mit ganz bestimmten kollektiven Eigenschaften gekoppelt.
So produzieren sich nach und nach hegemoniale Diskurse, die Begriffe mit negativen Konnotationen versehen, die allerdings auch ganze Assoziationsketten herstellen, dass mit der Verwendung von einem bestimmten Begriff automatisch ganz bestimmte Werte verbunden werden, ganz bestimmte Geschichten verbunden werden, ganz bestimmte Gefahren verbunden werden. Um ein Beispiel für solche Verknüpfungen zu nehmen, Kopftuch und unterdrückt, Muslim und Islamist, Islamist und Gewalt natürlich. Es gibt auch bei diesen Beispielen von sprachlicher Exkursion natürlich heteronormative Erzählungen, die einfach nur ganz bestimmte Formen von Beziehungen, ganz bestimmte Formen von Sexualität nur reproduzieren und andere schlicht und ergreifend auslassen. Koloniale Asymmetrien können auf diese Art und Weise fortgeschrieben werden über Begriffe oder eben ganze Geschichten. Viertens, und das ist vielleicht manchmal etwas wenig beachtet, als vierte Form der Exkursion würde ich Praktiken und Gewohnheiten nennen. Es gibt scheinbar harmlose Gewohnheiten und Rituale, die de facto Mechanismen der Exkursion bedeuten. Um ein banales Beispiel aus meinem eigenen professionellen Milieu anzuführen, Alkoholismus. Abendliche Trinkrunden, scheinbar inklusive soziale Begegnungen, die besonders fatal integrativ wirken sollen, letztlich aber alle diejenigen ausschließen, meist Frauen, die nicht trinkfest sind. Es gibt eine ganze Reihe solcher Rituale, die die ideologischen Sedimente an ihrem Grund nicht einmal mehr reflektieren. Das Schwören auf die Bibel bei Gericht oder im Parlament, in einem angeblich säkularisierten Staat beispielsweise. Uhrzeiten, zu denen Besprechungen angesetzt werden, die so spät liegen, dass gleichsam zufällig alle, die Kinder zu betreuen haben, nicht daran teilnehmen können. Alle diejenigen, die internationale Konferenzen mal beobachtet oder begleitet haben, werden auch solche zeitlichen Rituale kennen. Also ob Klimakonferenzen oder G8-Gipfel beinhalten genau solche Rituale, die bestimmte strukturelle Exkursionsmechanismen beinhalten. Ich habe lange geglaubt, es reichte, sich auf die erste Form der Exkursion zu konzentrieren. Ich habe lange geglaubt, es reichte, die Normen von subjektiven Rechten, politischer Autonomie, von radikaler Gleichheit lediglich auf ihre Wirkmächtigkeit in unseren Gesellschaften zu überprüfen und dann zu korrigieren. Erst mit der Zeit, je mehr offensichtlich wurde, dass diese Mechanismen der Exklusion zwar manchmal, aber nicht immer intentional sind, dass sie keineswegs immer mit einer politischen Absicht, mit dem Willen zur Diskriminierung anderer verbunden sind, sondern dass Mechanismen der Exklusion oftmals schlicht im blinden Fleck der eigenen Ideologie liegen und sich deswegen still reproduzieren. Normen als Normen fallen meist nur denen auf, die ihnen nicht entsprechen. Wer eine weiße Hautfarbe hat, hält die Kategorie Hautfarbe für irrelevant, weil im Leben eines Weißen in Europa Hautfarbe irrelevant ist. Wer heterosexuell ist, hält die Kategorie sexuelle Orientierung für irrelevant, weil die eigene sexuelle Orientierung im Leben eines Heterosexuellen irrelevant sein kann. Wer einen Körper besitzt, in dem er oder sie sich wiedererkennt, dem erscheint die Kategorie Geschlecht selbstverständlich, weil dieser Körper niemals in Frage gestellt wird. Wer den Normen entspricht, kann es sich leisten, zu bezweifeln, dass es sie gibt. Worin also die demokratischen Herausforderungen liegen? Wie diese normative Unwucht zwischen den Autoren und Adressaten des Rechts auszugleichen ist, wie der demokratische Willensbildungsprozess, der aus den Fugen geraten scheint, wiederbelebt werden kann, wie der Prozess, der die Volkssouveränität an das politische System bindet, wieder von den Mechanismen der Exklusion befreit werden kann, durchs Übersetzen. Das mag Ihnen winzig erscheinen, aber es erscheint mir die subversivste Gegenstrategie gegen all die genannten Formen der Exklusion. Wir müssen Normen in Anwendungen übersetzen.
Wir müssen Begriffe in Erfahrungen übersetzen. Wir müssen den Fluch aus Identität und Differenz in Ähnlichkeiten übersetzen. Den Mythos des Authentischen in Vielstimmigkeit übersetzen. Wir müssen die Geschichten und Bilder, mit denen wir jeweils individuell und kollektiv aufgewachsen sind, übersetzen in Geschichten und Bilder, die für andere verständlich sind. Wie so etwas klingen kann, habe ich Ihnen mitgebracht. Bitte um etwas Geduld, Musik ab. Wissen Sie, was das war? Was Sie gehört haben, war die Verschmelzung von dem Chor Lasset uns den nicht zerteilen aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach mit dem Sarkanda, einem traditionellen Gesang aus Gabun, anlässlich von Beerdigungen und Trauerzeremonien in der Sprache Obamba. Warum ich Ihnen das vorgespielt habe? Weil einerseits dieser Prozess der Vermischung, der Aneignung einer Tradition durch eine andere, dieses Aufheben einer kanonischen Literatur, Musik, eines Rituals oder einer Idee, genau das ist, was Globalisierung auch bedeutet. Immer eben auch Hybridisierung, Vieldeutigkeit und Vielsprachigkeit. Und ich spiele es Ihnen auch vor, weil in dieser Vielsprachigkeit auch die Deutung und Übersetzung von Motiven und Gefühlen stattfindet, nämlich hier wie dort der Trauer. Wenn wir an den Baustellen der Demokratie normative Veränderungen erreichen wollen, wenn wir für größere Freiheitsrechte oder Gleichheit ringen wollen, wenn wir überhaupt als Betroffene registriert werden wollen und bislang als solche nicht gesehen werden, weil wir im Süden leben, schwarz sind, transsexuell, gehörlos oder jüdisch sind, weil wir krank sind oder arm, weil wir in irgendeiner Weise zu denen gehören, die als gefährlich gelten oder als pervers, als asozial oder als nicht intelligibel. Dann, fürchte ich, müssen wir mit deskriptiven Strategien antworten. Wenn die Aufschreidebatte oder die über das N-Wort eines deutlich gemacht hat, dann, dass es nötig ist, Begriffe wie Sexismus oder Rassismus nicht einfach nur zu formulieren, diskursive und nicht diskursive Praktiken der Diskriminierung nicht einfach nur zu kritisieren, weil sie nicht verstanden werden. Es reicht nicht, Mechanismen der Exklusion nur zu markieren. Sie müssen ausbuchstabiert werden in konkrete Erfahrungen. Sie müssen übersetzt werden in Bilder und Worte, die anschlussfähig sind für diejenigen, die diese Erfahrungen nie gemacht haben. Der größte Gegner von Emanzipation und Anerkennung sind nicht repressive Gesetze allein, sondern mangelnde Vorstellungskraft. Wenn wir also die Mechanismen der Exklusion unterwandern wollen, wenn wir Strategien der Inklusion entwickeln wollen, dann müssen wir an der Genauigkeit unserer Sprache arbeiten. Dann müssen wir uns wieder und wieder bemühen, unsere Trauer, unseren Zorn, unsere Verzweiflung zu übersetzen in Geschichten und Bilder, die nachvollziehbar sind, was diese Normen und nachvollziehbar machen, was diese Normen und ihre Anwendungen bedeuten. Anger is a bitter lock, schreibt Anne Carson. But you can turn it. Wie das gehen kann? Wenn ich zum Schluss vielleicht mit einer Analogie arbeiten darf, die deutlich macht, was ich denke, dass es braucht für eine Rückeroberung demokratischer Räume und Prozesse, für eine Wiederaneignung der eigenen politischen Subjektivität und Autonomie auch derer, die ausgeschlossen werden, die nicht beteiligt werden. In ihrem Buch The Body in Pain erzählt die amerikanische Philosophin Elaine Scarry von der Erfindung eines diagnostischen Instrumentariums, das Medizinern erlaubte, das Phänomen Schmerz genauer zu erfassen. Ronald Mirzek entwickelte in den 70er Jahren gemeinsam mit seinem Kollegen Patrick Wall einen eigenen Schmerzfragebogen. Während bis dahin Schmerz lediglich in schlichtes starke oder weniger starke Schmerzen kategorisiert wurde, entwickelten die Mediziner ein sehr viel komplexeres Vokabular von stechendem Schmerz, brennendem Schmerz, punktuell, flächig, pulsierendem Schmerz und so weiter.
Elaine Scarry weist den Zusammenhang von Sprache und medizinischer Behandlung, von vielschichtigem, komplexem Vokabular zur Therapierbarkeit nach. Vielleicht ist es naheliegend, dass eine Autorin, also jemand, die mit dem Wort am Leben hängt, wie Rainer Kunze das einmal genannt hat, oder die mit dem Leben am Wort hängt, die Herausforderungen der Demokratie nur als sprachlich-erzählerische zu formulieren weiß. Aber das ist es, was ich fordere. Dass wir ein präziseres Vokabular entwickeln für unsere Schmerzen an und in der Demokratie. Dass wir immer genauere, immer feinere, immer zartere Worte finden für das, was uns fehlt. Dass wir die Begriffe, die uns verletzen, die Praktiken, die uns ausschließen, die Gesetze, die uns diskriminieren, übersetzen in Erfahrungen, die so genau, so kleinteilig ausbuchstabiert werden, dass sie auch diejenigen verstehen, die sie nicht kennen. Dass wir auf diese Weise erkennen, was das Gemeinsame sein kann und muss und was das Individuelle, Intime. Und dass wir auf diese Weise auch innerhalb der Kollektive, denen wir gerade zugeordnet werden, neue Verschiedenheiten und Vielheiten entdecken und zeigen können. Erst dann werden wir, um mit Hannah Arendt zu sprechen, nicht nur im Plural existieren, sondern dieser Plural wird sich immer wieder neu konstituieren müssen und neu verhandeln, was sprechend und handelnd und sinnvoll erscheint als Demokratie. Vielen Dank. Liebe Brigitte Jahn, lieber Ralf Fürth, und möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ich spreche jetzt auch gleich ins Mikrofon. Geht, ja. Schönen guten Abend bei Caroline Ehmke für diesen, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ging, aber sehr inspirierenden, wunderbaren Vortrag, der zugleich für uns ein Werkzeugkasten, glaube ich, sein kann für die ganze Konferenz. Es sind ja 4 Kategorien benannt worden. Vielleicht geben wir uns Mühe, dieser Keynote gerecht zu werden und sie immer wieder mal aufzurufen. Das ist ja so ein bisschen das Schicksal der Keynote, dass man vorneweg mal richtig was setzen kann. Ich glaube, das ist gut gelungen und jetzt aber auch ein bisschen ertragen muss, was die anderen damit machen. Wir geben uns Mühe, liebe Caroline. Meine Damen und Herren, mir geht es so, dass ich denke, Mensch, jetzt, wir hängen schon wieder ein bisschen in der Zeit. Wir müssen uns beeilen. Gleich kommen erste Blicke. Wann geht es denn jetzt endlich los? Wie lange redet er noch in der Einführung? Und um 20.30 Uhr muss es dann auch schnell weitergehen, weil wir haben ja noch einen Empfang, ne? Und danach gibt's Kabarett. So. Und daran sehen wir schon, wie stark eigentlich die Zeit unseren ganzen Gesprächsmodus von vornherein bestimmt. Und bevor wir uns morgen in die Workshops schmeißen, zu allen möglichen interessanten Einzelfragen, haben wir uns deshalb gedacht, dass es ganz sinnvoll ist, vielleicht vor der Klammer mal mit einer Frage einzusteigen, die ich zumindest vielfältigen Diskussionen über Demokratie und Demokratietheorie eigentlich noch nie so richtig diskutiert gesehen habe, nämlich die Frage nach dem Zusammenhang von Zeit und Demokratie. Zeit ist das wahrscheinlich das kostbarste Gut, das wir in unserem Leben haben. Und gleichzeitig ein Gut, das wir als wahnsinnig knapp empfinden. Und das hat ja was mit Demokratie zu tun. Denn wenn wir das Gespräch suchen, das Caroline Ehmke anmahnt, und dieses Gespräch auch noch Übersetzung bedarf, dann braucht es Zeit. Aber
irgendwie haben wir diese Zeit nicht. Ich bin übrigens wahnsinnig dankbar, dass Sie alle heute Abend da sind. Das ist sehr ermutigend. Und nicht zum Tennis mussten oder noch 100 weitere E-Mails schnell beantworten. Und ich habe eine sehr gute Nachricht für uns alle. Wir haben hier oben nämlich drei Menschen sitzen, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven auch keine Zeit haben. Aber hoffentlich ist eigentlich falsch, sondern sicher sehr interessante Perspektiven zu dem Zusammenhang von Zeit und Demokratie einnehmen. Ich vermute, die Uhr ist jetzt gerade auf der Leinwand erschienen, dazu kommen wir gleich. Aber ich will Ihnen ganz kurz unsere drei Diskutantinnen vorstellen. Ganz links, ich gehe von links nach rechts, entlang meiner politischen Haltung, Hartmut Rosa. Nein, das war jetzt sowas nicht gemeint. Gut, nee, dann machen wir das jetzt anders. Nein. Spaß, also. Ist von unten übrigens Spiegelverkehr. Ja. Hartmut Rosa, vermutlich den meisten von Ihnen bekannt. Und ich glaube, es ist kein Superlativ zu sagen, der Soziologe der Zeit und von Zeitstrukturen in Deutschland. Ich halte das Buch, mit dem er berühmt wurde, gern nochmal hoch. Beschleunigung, die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, in der er nicht nur aus einer soziologischen Perspektive, sondern durchaus, sage ich jetzt mal, immer wieder auch mit einer politischen Haltung uns vor Augen hält, in welcher Zeitstruktur wir uns eigentlich den ganzen Tag bewegen, was die Treiber dieser permanenten Beschleunigung sein könnten und was für Probleme das für uns erzeugt. Ich darf vielleicht sagen, das fand ich sehr interessant, dass es nach Hartmut Rosa am Ende des Tages gar nicht die Ökonomie ist, die uns in diesen Beschleunigungszyklen versetzt, sondern die Angst vor dem Tod in einem Bewusstsein, das kein ewiges Leben mehr kennt und in der man sehr viele Optionen plötzlich in einem Leben unterbringen muss. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu sehr verkürzt, aber das wollte ich zu deiner Vorstellung doch noch erwähnen, weil das mit Demokratie direkt nichts zu tun hat. Herzlich willkommen, Hartmut Rosa. Dann zu meiner Linken Brigitte Young, auch der Böll-Stiftung seit langem verbunden und für uns heute eine ganz wichtige Diskussionspartnerin. Warum? Weil Brigitte Young Ökonomin ist. Politische Ökonomin, eine rare Spezies. Ökonomen rennen ja viele rum, aber politische Ökonomen gibt es immer weniger. Und hier sitzt eine, Brigitte Young, die deshalb so wichtig, nicht nur weil sie hochkompetent ist, ich sage gleich was dazu, sondern weil man vermutlich über Demokratie und Zeit überhaupt nicht reden kann, ohne über Ökonomie zu sprechen. Und deswegen sind wir sehr dankbar. Brigitte Young hat lang in den USA als Professorin politische Ökonomie unterrichtet und ist dann irgendwann am Lehrstuhl für vergleichende politische Ökonomie in Münster gelandet. Da ist sie Professorin und war unter anderem etwa Mitglied der Globalisierungsenquete im Deutschen Bundestag, falls sich da noch jemand dran erinnert, die 2000 gegründet wurden, und ist Leiterin zahlreicher EU-Projekte, die sich, ich sag's jetzt mal einfach, um Globalisierung, ökonomische Globalisierungsprozesse Europa und die Rolle Europas befassen. Herzlich schönen guten Abend, Brigitte Young. Und schlussendlich Ralf Höchst, da muss ich zur Funktion sicher gar nichts mehr sagen. Vielleicht darf man noch mal daran erinnern, dass er, bevor er Vorsitzender und Chef der Böll-Stiftung wurde, gab es ein politisches Leben davor, etwa als Bundesvorsitzender der Grünen. Ich vermute, wir kommen auf die Parteien heute Abend noch mal zurück, aber auch als Senator für Umwelt und Stadtentwicklung in Bremen, also politischen Allrounder. Aber Ralf Höchst hat jetzt in diesem Jahr
Man konnte das kaum übersehen, wenn man Fernsehen und Radio und Zeitung liest, ein Buch verfasst und eine Position, die er schon länger vertritt und entwickelt hat, nochmal aufgezeichnet hat, nämlich zu einer grünen Wachstumspolitik, ich sage es mal so direkt, nämlich eine Position, die ökonomisches Wachstum verbindet mit einem ökologischen Pfad, nämlich der Idee, dass sozusagen Ökonomie mit der Natur wächst und nicht gegen sie. Was uns auf einem Umweg auch auf die Demokratiefrage, mindestens auf dem Umweg wieder auf die Demokratiefrage zurückbringt, weil natürlich ökologische Politik und ökologische Innovation auf sehr unterschiedliche Weisen realisiert werden kann, von ökodiktatorisch über rein marktwirtschaftlich bis demokratisch. Und da bin ich, obwohl ich mit Ralf schon ab und zu mal die Gelegenheit hatte, in Ansätzen drüber zu reden, sehr gespannt, was er uns heute dazu zu sagen hat. Herzlich willkommen nochmal, Ralf Füchs. So, jetzt steigen wir aber direkt ein und ich verspreche Ihnen einen vergnüglichen Abend. Hartmut Rosa ist übrigens großer Metal-Fan, so wie ich auch, Heavy-Metal-Fan. Und ist, obwohl er Beschleunigungskritiker ist, einer der schnellsten Redner der Welt. Das macht die Sache aber nicht weniger kurzweilig. Und die erste Frage vor der Klammer wäre die, vielleicht einfach nochmal ganz einfach danach zu fragen, inwieweit Demokratie und Zeit überhaupt zusammenhängen. Also heißt mehr Zeit eigentlich wirklich mehr Demokratie? Und heißt mehr Demokratiewagen mehr Zeit für Demokratiewagen? Oder ist das sozusagen zu simpel gefragt? Also gut, also vermutlich ist es zu simpel, wie alle Dinge, wenn man sie versucht, auf eine einzige Formel zu bringen. Aber ich glaube schon, dass es da definitiv einen Zusammenhang gibt. Also wenn man wirklich fragt, was hat Demokratie mit Zeit zu tun, da hat Sheldon Wolin ganz interessante Sachen gesagt. Der sagt nämlich, Demokratie ist überhaupt das Instrument, mit dem wir als politische Gemeinschaft Zeit bewahren und in gewisser Weise auch Zeit für uns lebbar und fühlbar machen und ins kollektive Gedächtnis transportieren, weil wir mittels der Demokratie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbinden. Und das schafft eigentlich erst das, was man vielleicht mit Hannah Arendt Welt oder politische Gemeinschaft nennen könnte, weil nämlich in der Demokratie, im politischen Verhandeln, wir eine Deutung davon immer präsent halten müssen, aber natürlich auch neu handeln müssen, wer wir sind, also wo wir herkommen, wie wir das geworden sind, was wir heute sind und auch was wir werden wollen. Politik, Demokratie können nicht funktionieren ohne ein Konzept von Zukunft. Wo wollen wir hin? Und ein Konzept der Vergangenheit. Wo kommen wir her? Wie sind wir dahin geraten, wo wir momentan sind? Sodass die Demokratie tatsächlich, also es ist nicht nur so, dass man Zeit braucht, um Demokratie zu betreiben, sondern auch umgekehrt. Man braucht Demokratie, demokratisches Bewusstsein, demokratisches Verhandeln, um einen historischen Sinn zu bewahren. Und ich glaube, dass Subjekte in riesige Probleme kommen. Eigentlich lautet meine Zentraldiagnose dann Entfremdung, wenn es ihnen nicht mehr gelingt, einen sinnvollen Zusammenhang, einen resonanten Zusammenhang zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herzustellen. Und deshalb ist Demokratie und Zeit sind sozusagen intern miteinander verknüpft. Im demokratischen Prozess wird Zeit gestaltet von der Vergangenheit zur Zukunft. Und um jetzt auf die Frage, braucht man mehr Zeit für mehr Demokratie zu kommen? Da glaube ich, ist es offensichtlich, dass Demokratie selber ein zeitintensiver Prozess ist. Man kann sagen, um Zeit auf diese Weise herzustellen, bedarf es auch der Zeit, weil Demokratie ein bestimmter Modus der Willensbildung und der Entscheidungsfindung ist. Und die Idee ist eben dort, dass im Modus des Gesprächs, des Miteinanderredens, des Austauschens, dass in diesem Modus Argumente formuliert werden, Positionen herauskristallisiert werden, dass es dann darum geht, einen Konsens zu finden und dafür umsetzbare Wege zu finden. Und dieser Modus von Willensbildung und Entscheidungsfindung sind zeitintensiv. Und ich glaube, je pluralistischer unsere Gesellschaften werden und auch je dynamischer, umso weniger kann man schon voraussetzen in diesem Prozess. Umso länger dauert es, bis man weiß, zum Beispiel, also wer ist eigentlich betroffen davon, in welcher Weise betroffen, was für Normen stehen auf dem Spiel, welche Exklusionen gibt es. Je mehr man diese Dinge ernst nimmt, also je pluralistischer Gesellschaften werden und je dynamischer, umso länger dauert es eigentlich, Demokratie wirklich zu leben. Und deshalb lautet meine Diagnose, dass es zu einer Auseinanderentwicklung der Zeithorizonte der Demokratie kommt. Die Tendenz
tendenziell zeitintensiver werden und der umgebenden Systeme, ökonomischer Entwicklung beispielsweise, Finanzmärkte sind das Paradebeispiel, ja, wo Entscheidungen ganz schnell getroffen werden können und zu schnell getroffen werden. Und ich würde ganz grundsätzlich sagen, mehr Wachstum im Sinne kapitalistischen Wachstums bedeutet weniger Zeit. Ich möchte wirklich die Rechnung, die Analyse sehen, die sagt, wir können Wachstum haben und gleichzeitig mehr Zeit. Ich glaube, das geht nicht. Und deshalb lautet meine Diagnose. In steigerungsbasierten Systemen, wie die moderne kapitalistische Gesellschaft, erodiert immer mehr die Zeit, die wir brauchen, um Demokratie zu betreiben. Und damit kann man ganz wesentlich erklären, wieso wir derzeit so etwas wie eine Demokratiekrise haben. Also direkt bei Frau Young im Anschluss nachgefragt. Ich meine, haben wir diese Zeit für Gegenrede und Gegenrede für Übersetzung, wenn wir beispielsweise die Finanzkrise nehmen? Nehmen wir die Finanzkrise mal als erstes. Ich meine, kein Mensch versteht überhaupt diese Begriffe, in denen ihr sprecht. Ich sage das mal so. Das dauert Stunden, um überhaupt mal nur ein Fitzelchen zu begreifen, was auf diesen Finanzmärkten passiert. Die Börsen reagieren sozusagen in Computer-Millisekunden schneller auf eine politische Entscheidung. Und Hartmut Rosa erzählt uns, wir brauchen Zeit, um das alles in Ruhe diskutieren zu können. Und dann passiert dann noch Folgendes, nämlich dass diejenigen, die ihre Hoffnung in Europa setzen und sagen, das muss jetzt sozusagen alles europäisch neu geregelt werden und gemeinsam regeln, die haben dann meistens am allerwenigsten Zeit, weil die sagen, bis wir das alles demokratisch durchgefochten haben, ist sozusagen Europa eh kaputt. Lasst uns das erstmal als Elitenprojekt machen, dann kann ja die Demokratie hinterher hoppeln. Also wie passt denn das eigentlich jetzt alles zusammen, liebe Brigitte Young? Wie lange habe ich jetzt dazu, um das zu beantworten? Ja. In zwei Minuten. Lassen Sie mich, bevor ich auf Ihre Frage eingehe, etwas sagen. Okay, bevor ich auf die Frage hier eingehe, möchte ich mich bedanken für die Einladung. Und zwar aus dem Grunde, hier über Demokratie zu sprechen, in den Finanzmärkten, Sie haben recht, das ist ein Thema, darüber sprechen wir nicht. Politikwissenschaftler sprechen über Demokratie, aber wir, also in diesen Finanzen, wir sprechen über Schulden, wir sprechen über Währungen, wir sprechen über Zinsen, über Anleihen, über all diese Sachen. Demokratie spielt einfach keine Rolle. Und Frau Emke, hier, ich möchte etwas, eine fünfte Form der Exklusion. Und diese fünfte Form der Exklusion ist, über ein technokratisches Wissen zu verfügen. Wenn Sie das in diesen Finanzmärkten nicht haben, sind Sie sofort ausgeschlossen. Da ist ein Jargon, Sie müssen wissen, und das ist auch ein starkes Problem hier, wenn ich lese, wo Einmischen heute gefragt ist. Und meine Frage ist, wie kann man sich einmischen? Es ist ein sehr elites Projekt, aber nicht nur ein Projekt, eine Elitensprache, die sehr stark begrenzt auf einen kleinen Teil von eben Finanzexperten begrenzt ist. Und es ist sehr schwierig, hier diese, wie man sagt, Epistemic Community überhaupt zu öffnen. Das sind meistens eben Männer, wie Sie auch gesagt haben, weiße Männer, die sehr stark auch in den selben Universitäten, sind sehr ausgebildet, meistens USA, auch ihre sozialen Verknüpfungen, das sind die Erfahrungen, Lebenserfahrungen sind sehr ähnlich. Und das sind eben hier, bitte? Das sind dann globale Eliten? Sozusagen. Das sind globale Eliten, weil viele von diesen auch Finanzexperten, zum Beispiel Korea, Singapur und so weiter, studieren in den USA und studieren eben nicht in Deutschland oder studieren eben nicht an einer alternativen Universität. Aber lassen Sie mich etwas sagen, noch zu der Zeit zurückzukommen. Einerseits könnte man sagen, die Zeit, es ist hier dieser Widerspruch. Ich würde sagen, man braucht mehr Zeit eben und eben eine Entschleunigung in Märkten wie Derivatenmärkten, in den Devisenhandel. Da bräuchte man eine Entschleunigung. Aber andererseits, hier wurde jetzt gerade vom Internationalen Währungsfonds ein 50-seitiger Bericht veröffentlicht und der sagt gerade das Umgekehrte. Er sagt,
Hier, die Langsamkeit in der Griechenrettung 2010 hat zu unheimlich mehr Kosten geführt. Also das, was man eigentlich annehmen würde, man bräuchte mehr Zeit, hat zu mehr Kosten geführt. Warum? Und hier, die meisten von Ihnen sprechen ja Englisch, hier sagt nur ein Satz, when the agreement came, most private sector investors already pulled out. Was bedeutet das? Dass eben die Gläubiger, die Privatgläubiger, das waren die deutschen Banken, das waren die französischen Banken, haben die Gewinne genommen und haben sich zurückgezogen. Also hier hätte man viel schneller eingreifen müssen. Das hatte damit zu tun mit der deutschen Regierung, wenn Sie sich daran erinnern. Es war Nordrhein-Westfalen, die Wahl, Mai 2010. Und hier, Frau Merkel versuchte eben nicht zu sagen, wir wollen den Griechen helfen. Das war eben nicht vorgesehen im Parteiprogramm. Und es wurde erst danach eine Entscheidung getroffen. Aber diese Entscheidung, die hat eben dazu geführt, dass die Gläubiger Zeit hatten, das Land zu verlassen. Und noch dazu, die Spekulanten haben dann nicht nur Griechenlands eben unter Druck gesetzt. Im September, wenn Sie sich vielleicht erinnern, 2010, waren bereits die irischen Banken sind unter Druck gesetzt worden, dann auch die portugiesischen und auch die spanischen. Also hier hätte man früher eingreifen müssen und hier ist der Widerspruch. Einerseits, was Sie ja angesprochen hatten, man bräuchte für Demokratie, für das, wie Einmischen heute gefragt ist, ja, wunderbar, aber wie könnte man das eben machen auf eben in diesen Finanzmärkten, die durchaus eben diese Beschleunigung haben und eben immer schneller werden. Hier, wir haben auch im Moment ein Problem mit der Bankenunion. Vielleicht haben Sie davon gehört. Es wäre ja auch etwas, um diese Banken, eben ein stabiles Bankensystem in der Europäischen Union zu kreieren. Aber hier wiederum die deutsche Regierung, insbesondere Wolfgang Schäuble, sagte, nee, wir brauchen vielleicht einen Vertrag, wir sollten warten. Und viele von uns glauben, dass in den nächsten Monaten bereits wieder die Spekulanten hier sich einmischen werden und werden sagen, die Europäer kriegen eben dieses Management, Krisenmanagement eben nicht hin und wir versuchen wieder eben Druck auf diese Länder zu machen. Eine Bankenunion wäre eine Möglichkeit, um das eben, dass das nicht diesen Lauf nehmen würde. Aber die Politik hier und hier, Herr Füchs sagte, durchaus das Primat, ich würde sagen, ist Primat der Politik und nicht Primat der Märkte. Aber hier sehe ich auch ein Versagen der Politik. Aber darf gerne applaudiert werden. Lieber Ralf, lass uns doch noch kurz mal, Rosa hat ja schon hier die Wachstumsfrage reingespielt, aber lass uns doch kurz noch mal bei Finanzmärkten und Europa bleiben. Wenn wir uns einig sein sollten, dass es gerade mit Blick auf Finanzmarktregulierung eigentlich sozusagen ein neues institutionelles Setting bräuchte in Europa, haben wir die Zeit, dieses als einen demokratischen Prozess mit Zeit anzulegen. Es gibt ja Vorschläge, Verfassungskonvent, Habermas. Wir diskutieren jetzt mal ein paar Jahre, kneten das durch und auf der Grundlage sozusagen dieses demokratischen Prozesses steht dann am Ende ein neues institutionelles Design oder hat europäische Integration eine andere Reihenfolge? Wie siehst du das? Ich würde zwischen unterschiedlichen Modi von politischem Handeln und politischem Entscheiden unterscheiden wollen. Institutionelle Reformen brauchen natürlich Zeit. Und sie nehmen sich auch Zeit. Man kann darüber diskutieren, ob sie sich manchmal zu viel Zeit nehmen. Aber sowas wie eine Reform der politischen Verfasstheit der Europäischen Union, das ist ein sehr langwieriger Prozess, das ist auch ein deliberativer Prozess. Da wird lange drüber diskutiert, sehr intensiv drüber diskutiert. Das ist ein Prozess, in dem 27 oder künftig 28 Staaten Konsense bilden müssen, ratifiziert werden muss durch Parlamente,
begleitet wird, möglicherweise durch Institutionen wie, wie Konvent. Also das sind Prozesse, ich würde sagen, das ist der Normalfall der Politik, auch wenn man das Gesetzgebungsverfahren, woraus ja ein guter Teil von Politik besteht, sich vor Augen führt, das sind sehr langwierige Prozesse. Die werden in der Regel auch gründlich vorbereitet und diskutiert. Worüber wir hier reden, ist die Ungleichzeitigkeit zwischen diesem Normalfall von Schneckenpolitik und Krisensituationen, die eine enorme Beschleunigung mit sich bringen. Ich meine, du hast jetzt Finanzmarktkrise genommen, wir könnten auch über Hochwasser reden. Da würden wir nur nicht über Kapitalismus sprechen. Und es ist ja ganz offenkundig, dass in einer solchen Situation, in der ein äußeres Ereignis in die Gesellschaft hineinbricht, schnelles Handeln gefragt ist und Politik daran gemessen wird, ob sie in der Lage ist, auf eine Krisensituation auch schnell und angemessen zu antworten. Und niemand käme in so einer Situation auf die Idee zu sagen, halt, stopp. So, zu Recht, weil es gibt eine Dynamik von Ereignissen, auf die Politik eingehen und auf die sie antworten muss. Und man kann nur hoffen, dass in diesem Fall Politik und Verwaltung gut vorbereitet sind auf solche Situationen. Und wenn du die Finanzkrise als Beispiel nimmst, dann würde ich auch unterscheiden zwischen akuter Krisenabwehr. Also wenn Staaten unmittelbar vor der Zahlungsunfähigkeit stehen, dann muss gehandelt werden. Und dann muss möglichst schnell gehandelt werden und entschlossen gehandelt werden. Und dem Umbau der institutionellen Systeme, das sind zweierlei, das sind zwei unterschiedliche Arten von Politik. Also wir brauchen die Fähigkeit zu akuter Krisenreaktion und wir brauchen dann die Zeit, die notwendig ist, um den institutionellen Rahmen umzubauen, zum Beispiel Bankenunion, europäische Wirtschaftsregierung und alles, was damit zusammenhängt. Und interessant ist ja, dass die Kritik an der Bundesregierung und an Frau Merkel als Person, sie wäre zu zögerlich und zu zaudernd, die ist ja hoch ambivalent. Weil was würde das demokratiepolitisch bedeuten, wenn eine Regierung quasi über Nacht die bisherige Finanzverfassung der Europäischen Union außer Kraft setzt und eine europäische Transferunion ausruft? Also das, was Soros und andere ja fordern. Und das dann tut, ohne einen sehr langwierigen und gründlichen Beratungsprozess, um dafür auch Akzeptanz zu erzeugen, Zustimmung von Gesellschaften zu erzeugen für sehr weitreichende Entscheidungen. Also wir sind selbst sehr widersprüchlich in unseren Erwartungen an Politik. Auf der einen Seite dieses Bild des entschlossen handelnden Staatsmanns oder der Staatsfrau und gleichzeitig der Ruf danach, dass wir nicht überfahren werden, sondern dass die Prozesse so langsam sind, dass Zivilgesellschaft eine Stimme in Politik hat. Und ich glaube, dass wir aus diesem Konflikt nicht wirklich herauskommen, sondern wir müssen mit ihm umgehen. Vielen Dank, Ralf. Ich glaube, wir stehen jetzt in der Diskussion am Anfang einer kurzen, aber intensiven Kapitalismusdebatte, weil ich fand es sehr interessant, Klimakrise kommt gleich noch, aber diese Sache Hochwasser und Finanzkrise, das ist ja interessant, weil irgendwie geht es uns ja tatsächlich so, dass man das als Naturereignis empfindet und schnell reagieren will. Gleichzeitig reden wir ja irgendwie über unsere Wirtschaftsordnung und insofern wieder über die Demokratiefrage. Hartmut Rosa. Bis. Ja, du hast mir jetzt fast schon vorweggenommen, also ich liebe es. Ist das jetzt an? Ja. Ja, okay, also einfach reinschreien.
Ja, ich liebe es mit Ralf Füchs zu diskutieren, weil es irgendwie immer, weil es immer spannend ist und weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir haben ja vermutlich die gleichen Grund oder jedenfalls ganz viele gleiche Grundnormen und trotzdem geht es dann immer ganz schnell auseinander, weil ich wollte jetzt auch genau entlang, wie Peter Seeler schon angedeutet hat, gleich sagen, so darf man es doch auf gar keinen Fall machen, weil das ist doch eigentlich Teil der, eigentlich würde ich sagen, der katastrophischen Fehlentwicklung, dass uns eine Finanzmarktkrise wie eine Naturkatastrophe erscheint. Dadurch gewinnt dieses Zeugs immer den Anschein eines Sachzwangs. Ich will es gerne noch, ja, ich weiß nicht, ob Sie sagen, wahrscheinlich würden Sie sagen, das haben Sie nicht sagen wollen, aber trotzdem scheint es mir so. Das ist genau der Punkt, an dem die Dinge problematisch werden. Übrigens noch in einer anderen Dimension. Beim Hochwasser geht es natürlich darum, zu bewahren, erstmal eigentlich Schaden zu bewahren. In der Finanzmarktkrise, wenn man auch die Reaktion darauf anguckt, da geht es natürlich auch um Gestaltung. Die Reaktionen, seltsamerweise haben ja eigentlich die Reaktionen auf die Finanzmarktkrise mit dem europäischen Schutzschirm und so etwas plötzlich Realitäten geschaffen, die vorher politisch nicht mal angegangen wurden und ganz lange stillstehen. Ich finde, wenn man darüber nachdenkt, sieht man genau das, was ich immer behaupte, nämlich rasenden Stillstand. Es rast an der Sachzwangfront. Ja, wir müssen ganz schnell den Euro retten und eine Rettung nach der anderen machen, die eben nicht demokratisch gestaltet werden kann. Und es steht total still dort, wo man eigentlich gestalten will. Also die europäische Verfassung und diese ganzen Geschichte, da hat man das Problem, da bewegt sich gar nicht. Und dazwischen sehen wir jetzt, wo die Katastrophe liegt, dass nämlich Demokratie nicht mehr das Instrument ist, mit dessen Hilfe wir die Welt gestalten und wo man das Gefühl hat, dass da gibt es sowas wie, also mein neues Lieblingswort lautet, Politik muss eine Resonanzsphäre sein, dass Bürger das Gefühl haben, hier gestalten wir unsere gemeinsame Lebensform. Und es passiert jetzt an beiden Enden nicht mehr, da findet an beiden Enden eine Entfremdung statt. Auf der einen Seite wird dann in Brüssel ruckzuck Milliarden und Abermilliarden von Geldern in neuen Instrumenten, die vorher völlig undenkbar waren, realisiert. Da wird eine neue Realität geschaffen und nicht nur der Damm vor dem Hochwasser geschützt. Und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, auch der Demokratieprozess, der eigentliche Verständigungsprozess ist zum Erliegen gekommen. Und da liegt das Problem. Ja, also Also es liegt richtig an diesem Problem, dass man sagt, eben dieser Sachzwang oder die Hochwasser und Finanzkrisen sind eben unterschiedlich. Die Finanzkrise ist keine Naturkatastrophe. Aber auf der anderen Seite kann man doch sagen, und da würde ich dem Herrn Füchs widersprechen, Sie sagten hier gerade, der akute Zahlungsunfähigkeit eben könnte doch mit einem, oder der Widerspruch wäre da zu diesem institutionellen Umbau. Aber eine akute Zahlungsunfähigkeit kann auch entstehen dadurch, dass politisch nicht gehandelt wird. In dem Sinne, dass die Spekulationen, wie das eben der Fall ist. Und das ist das Problem. Und Sie haben durchaus recht, da würde ich Ihnen recht geben. Wir sind im Moment in einer Situation, wo wir eigentlich immer wieder konfrontiert sind mit neuen Sachen, die wir sind in einer Krise. Alleine diese Fragen, die heute noch immer diskutiert werden, wie kam es zu einer Krise? Wenn Sie zurückdenken, es war eine kleine Subprime-Krise in den USA. Und die hat sich weltweit eben in eine Riesenkrise, die sich dann auf die Weltwirtschaft ausgewirkt hat, dass wir fast zu einer Depression, wir sind im Moment in einer Rezession sind und wir sind bei Weitem nicht daran, dass diese Krise gelöst ist, weder auf der europäischen Ebene noch auf der globalen Ebene. Somit sind auch hier immer wieder Aspekte, die in dieser Ökonomie über diese Technik gelaufen sind, die Politikwissenschaft, Bürger, Bürgerinnen sind nicht in diese Diskussionen involviert worden. Und heute sitzen wir hier und versuchen überhaupt zu verstehen, diese Abläufe. Zum Beispiel jetzt wieder. Sie haben vielleicht in den Zeitungen gelesen, diese Volatilität in diesen Anleihenmärkten. Nur weil in den USA Bernanke gesagt hat, er würde vielleicht dieses Projekt von diesem Easy Money zurückschrauben. Die Reaktion darauf ist so dermaßen, dass jetzt bereits wieder Angst ist von den Zentralbanken, sollen wir das überhaupt machen? Also es ist immer, es wird etwas gemacht und hier kommt wieder die neue Krise, eine neue Herausforderung, wie man damit umgehen soll. Und ich frage mich selbst, und das wäre eine Frage, die ich an Sie habe oder auch vielleicht an Sie, wie kann man diese Probleme, die eine Antwort
schnell bräuchten. Wie kann man die demokratisch denn gestalten? Wie Sie eben gesagt haben, das braucht lange Zeit, dass man diskutiert darüber. Und noch ein Punkt, zurück zu dieser Griechenland-Krise. Wenn wir die Griechenland-Krise mit dem ersten Rettungsschirm im Mai 2010 gemacht hätten, hätte das 50 Milliarden Dollar gekostet. Das ist zwar sehr viel Geld. In der Zwischenzeit ist diese Rettungsaktion auf über 2 Trillionen. Okay? Also hier ist es die Zeit, kostet auch etwas. Und das ist auch das Problem, dass hier wir konfrontiert werden, einerseits mit diesem demokratischen Anspruch, andererseits eben dieses Verweigerung von schnellem Handeln, sind eben auch unheimliche Mengen von Geld involviert. Also erstens habe ich natürlich keine Gleichsetzung zwischen Hochwasser und Finanzkrise hier vorgenommen, sondern habe diese Hochwasserkatastrophe als Beispiel genommen, dass es nicht nur ökonomische Entwicklungen sind, die Politik in diesen Krisenmodus versetzt. Man könnte da auch eine ganze Reihe von anderen politischen Ereignissen sagen, anführen, 9/11 zum Beispiel, auf die Politik sozusagen über Nacht reagieren muss und Handlungsfähigkeit zeigen muss, auch um das Vertrauen in demokratische Institutionen sagen, aufrechtzuerhalten, nämlich nicht handeln kann auch Legitimation zerstören. Was jetzt die Finanzkrise angeht, erstens sind wir natürlich hinterher aller schlauer als in einer Situation, die präzedenzlos war, die wirklich Neuland war, auch nicht vergleichbar war mit der Weltwirtschaftskrise 1929-30. Und ich möchte mal die Politikerin oder den Politiker sehen, der dann in einer solchen Situation schon dann komplett Reform des Systems vornimmt, in der es vollkommen widerstreitende Expertenauffassungen gibt. Vollkommen unterschiedliche Lesarten dieser Krise, entgegengesetzte Therapievorschläge. Da kann jeder von uns ja überzeugt sein, dass da seine oder die ihre richtig ist. Aber in so einer Situation können verantwortliche Leute, die an die Spitze eines Gemeinwesens gewählt worden sind, wenig anderes tun, als zu versuchen, zunächst einmal die Krisendynamik einigermaßen zu stabilisieren. Und das ist, wenn auch mühsam, und ich würde zustimmen, hat ein bisschen zu lange gedauert mit solchen Instrumenten wie dem europäischen Rettungsschirm geschehen. Inzwischen übernimmt diese Rolle die EZB. Die ist sozusagen ohne politisches Mandat, ist die Europäische Zentralbank in dieses Vakuum gegangen, weil die europäischen Regierungen sagen, nicht bisher in der Lage waren, einen neuen Krisenmechanismus zu schaffen. Dann sind wir wieder im Dilemma, dass solche Strukturreformen und erst recht supranationale eine lange Zeit brauchen. Und zwar nicht nur, weil sie in der Sache kompliziert sind, sondern weil es dazu sehr unterschiedliche Auffassungen in der öffentlichen Meinung gibt und weil Politik sich nicht beliebig hinwegsetzen kann über sowas wie gesellschaftliche Stimmungslagen. Ich bin sehr dafür, dass Politik nicht nur reagiert, sondern dass in solchen Situationen sie auch vorangeht und um Mehrheiten in der Gesellschaft wirbt. Aber ich meine, ich rede so ein bisschen aus einer Insider-Perspektive, obwohl das schon ein bisschen her ist, dass ich selbst in politisch verantwortlichen Positionen war. Der Druck, der in einer solchen Situation auf Regierungen lastet, ist ungeheuer. Und ich finde, wir haben das nicht so ganz schlecht gemacht, auch was die Beteiligung des Parlaments an diesen Entscheidungen betrifft. Alle grundlegenden Entscheidungen sind durch das Parlament gegangen, auch wenn das oft nur noch ein Nachvollziehen war von Regierungsentscheidungen. Aber was wir jetzt brauchen, ist der Übergang von dem bloßen Krisenmanagement-Modus zu einer Strukturreform, zum Aufbau neuer Strukturen europäischer Integration und europäischer Regulierung der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Und da haben wir einen enormen zeitlichen Rückstand. Gut, also
Was man sicher sagen kann, ist, dass viele Entscheidungen in Deutschland in der Tat mit Parlament wahnsinnig schnell getroffen werden. Rettungspakete, Konjunkturprogramme und so weiter. Ich gucke immer da auf die Uhr links und denke, ich muss mich beeilen, es ist schon 11:55. Aber stimmt ja gar nicht. Aber 11:55 ist trotzdem das richtige, für mich das richtige Stichwort jetzt, um mal auf eine andere Krise zu gehen, nämlich auf die Klimakrise. Hartmut Rosa, da gibt es ja... Hartmut Rosa beschäftigt sich seit neuestem jetzt auch mit Natur im Rahmen seiner Theorie der Resonanzräume. Was ja ganz interessant ist bei Demokratie und Zeit, ist, dass in der Klimakrise ja anders als in diesen beschleunigten politischen Reaktionen, die wir ja zweifellos jetzt haben, auch parlamentarisch, irgendwie tatsächlich die Uhr still zu stehen scheint. Wie kann denn das sein, dass seit, ich weiß nicht, 10 Jahren eigentlich sozusagen politisch gar nichts mehr entschieden wird, sondern dass es interessante Konvents und Ratschläge und Summits gibt, in denen seit 10 Jahren einfach konsequent gar nichts mehr entschieden wird, was übrigens in der ökologischen Szene nach meiner Wahrnehmung auch nicht unbedingt zu einem Ruf nach mehr Demokratisierung führt. Und jetzt sind wir bei der 5:12-Metapher. Ich kenne viele Ökologen, auch bei den Grünen, wir haben ja gar keine Zeit mehr für Demokratie. Das muss jetzt ganz schnell entschieden werden. Was soll das Gerede? Ist doch längst klar, was passieren muss. Ist doch völlig klar, es muss jetzt gehandelt werden. Wie passt das eigentlich alles mit deiner Forderung nach mehr Zeit und Demokratie zusammen? Frage ich den Ökologen Hartmut Rosa. Also zum Ökologen bin ich noch nicht direkt mutiert. aber ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt. Also, und eigentlich glaube ich, man kann auch das mit der Metapher des rasenden Stillstands erklären. Also du hast es ja selber gerade dargelegt. Also auf der einen Seite scheint uns die Zeit zu rasen, 11:55. Jeder sagt, das Zeitfenster ist ganz klein und schließt sich. Und andererseits scheint wir stillzustehen. Es bewegt sich nicht wirklich voran. Ich glaube, also es gibt zwei Möglichkeiten oder es gibt zwei Momente davon. Das eine, glaube ich, eigentlich können wir alle großen Krisen, also die Demokratiekrise, über die wir gerade geredet haben, ich glaube, da gibt es eine Krise, nämlich im Hinblick auf die Frage, ob wir eigentlich Welt noch gestalten können. Wir haben es gerade besprochen, dass Politik im Moment immer nur noch als reaktiver Spieler erscheint. Ja, Politik reagiert auf Probleme, die anderswo und die anderswo beschleunigt erzeugt werden. Also ist es eine Desynchronisation zwischen der Eigenzeit der Politik und dem Tempo der insbesondere der Finanzmärkte, aber vielleicht auch der Wirtschaft insgesamt. Ich glaube, es gibt aber ähnliche Desynchronisationen übrigens zwischen Finanzmärkten und Realökonomie, weil die Herstellung von Produkten auch zeitintensiv ist und auch der Verbrauch derer. Aber nicht unbedingt, wenn man Finanzmarktprodukte produziert und konsumiert. So, und dann gibt es sowas wie eine Psychokrise. Burnout ist ja irgendwie, jeder weiß, wenn eine Zeitschrift Burnout auf den Titel schreibt. Sie werden gleich sehen, wo der Zusammenhang ist. Also wenn jemand Burnout auf den Titel schreibt, dann verkauft er viel mehr Zeitschriften, weil Menschen das Gefühl haben, sie drehen am Rad sozusagen. Und das kann man ganz leicht interpretieren als eine Desynchronisation zwischen der Eigenzeit unserer Psyche und unserer Körper und dem, was die soziale Sphäre erzeugt. Und bei der Klima- oder bei der Ökokrise scheint mir das völlig offensichtlich zu sein. Was wir da beobachten können, ist, dass die Eigenzeiten der sozioökonomischen Sphäre, nennen wir das mal, der Gesellschaft, zu schnell geworden ist für die Natur. Das gilt in allen Hinsichten dessen, was wir als Ökokrise verstehen. Also zum Beispiel ist ja nicht ein Problem, dass wir Bäume umhauen. Es ist nur ein Problem, wenn wir es zu schnell machen, dass sie nicht mehr nachwachsen können beim Regenwand. Es ist auch kein Problem, wenn wir Fische fangen. Nur ein Problem, wenn wir die schneller fangen, als sie sich reproduzieren können. Und es ist noch nicht mal ein Problem, wenn wir Giftstoffe in die Umwelt pusten, weil die Umwelt damit umgehen kann, aber nicht, wenn wir die Dinger zu schnell hochpusten für die Natur, um das zu verarbeiten. Also kann man ziemlich deutlich zeigen, dass die Zeitmuster, die wir sozial, ökonomisch, technologisch realisieren und das, die Dinge, die wir produzieren und realisieren, desynchronisiert sind gegenüber den Eigenzeiten der Natur. Und meine Lieblingsmetapher lautet, das ist eigentlich keine Metapher, das ist ein Fakt. Erwärmung bedeutet Beschleunigung. Also wenn wir wirklich die Atmosphäre erwärmen, sorgen wir dafür, dass die Moleküle dort sich schneller bewegen, ja, mithilfe der fossilen Energien, die wir dafür verbrauchen. Und ich lasse jetzt den Seitenhieb auf die Sache mit dem Wachstum. Egal, also jedenfalls scheint es mir auch dort eine Desynchronisationskrise zu sein. Und die Frage ist jetzt natürlich, was tun wir? Darüber reden wir schon die ganze Zeit. Was tun wir wieder, um die Finanzmärkte in den Griff zu kriegen und so weiter? Und da denke ich, ist halt wirklich, es gibt sowas wie ein Grundversprechen der Moderne. Und das hängt
hängt ganz eng mit Demokratie zusammen, nämlich, dass wir Lebenswelt gestalten und zwar kollektiv gestalten, weil wir die nicht individuell gestalten können. Die Bedingungen, unter denen wir leben, und das sind ökologische Bedingungen und ökonomische Bedingungen und soziale und kulturelle und von mir aus psychische und körperliche, dass wir die gemeinsam gestalten können. Und dafür gibt es ein großes Instrument. Demokratie ist die Idee und das Versprechen, dass die Institutionen und die Strukturen, in denen wir leben, uns antworten, dass wir die uns resonant machen. Und das ist im Moment nicht mal mehr ansatzweise zu sehen. Also die Frage ist, glaube ich, gar nicht, wie Demokratie schneller wird, weil das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Wir müssen nicht danach fragen, wie können wir Demokratie so schnell machen, dass sie diese Probleme löst, sondern die Frage ist, wie müssten wir unsere Welt, unsere politischen Institutionen beschaffen, um sie wieder resonant zu machen, dann würden wir sie auch wieder synchron machen können. Aber ich habe das mit der Zeit, das habe ich verstanden. Ich muss mal nachdenken, wie das mit dem Burnout ist. Ist mein Mikro eigentlich an? Nee, das Mikro geht an. Ja, gut. Dann ist das ja auf jeden Fall lauter. Ja. Aber kein Stress, Ralf. Ich meine, das sagst du so. Ich meine, ist jetzt die Aufforderung, sich demokratisch zu beteiligen und in diese Übersetzungsleistung einzutreten, von der Caroline Ehmke spricht, nicht eigentlich noch zusätzlicher Stress? Ich meine, jetzt muss ich nicht nur Tennis spielen, plus arbeiten, plus Kinder betreuen. Jetzt muss ich die ganze Zeit auch noch auf so Versammlungen, und die sind übrigens nicht immer so kurzweilig wie heute Abend. Gell? Also das sind ja jeder, der diese Kreismitgliederversammlung von Vereinen oder Parteien kennt, weiß, was das bedeutet, liebe Brigitte Young. Also noch mehr Stress. Ja? Ja, noch mehr Stress. Aber ich möchte auch an Sie die Frage, und zwar, in welchem Rahmen können wir diese Gestaltung, diese demokratische Gestaltung machen? Und ich würde hier sagen, wir sprechen darüber nicht nur über die Finanzkrise. Wir sprechen über eine Politikkrise, wir sprechen über eine Klimakrise, wir haben eben multiple Krisen. Und ich würde sagen, ein Riesenproblem, und jetzt nehme ich den anderen Hut als Politikökonomin und nicht so sehr als Ökonomin. Ich finde, das Problem, das wir im Moment haben, wir denken noch immer, auch in der Krisenregulierung der EU, immer noch in diesem westfälischen Nationalstaat. Und die EU, zum Beispiel alle Mitgliedstaaten, wir sprechen von geschlossenen Ökonomien. Ja, natürlich, wenn wir von geschlossenen Ökonomien sprechen, das heißt von einem deutschen Ökonomie mit unseren Steuerrechten, mit unseren Finanzen, dann ist es natürlich sehr schwierig, eine Antwort auf diese Krisen zu finden und auch eine Krise auf die Klimakrise und viele anderen Krisen zu finden. Was wäre mein Vorschlag? Wir müssen weggehen von diesem zu einem postwestfälischen System und insbesondere weg von dieser Souveränität, dass der Nationalstaat verantwortlich ist. Es muss zu einer Souveränität, die heißt, auch Kofi Annan hat es vorgestellt, Inge Kaul spricht darüber, eine verantwortliche Souveränität oder Smart-Souveränität. Das heißt, dass wir hier teilen, die Souveränität muss geteilt werden. Aber im europäischen Kontext, und darauf beharre ich, dass wir im Moment nur nationalstaatlich argumentieren und deshalb wir auch auf keine Krisenregulierung kommen. Und hier die Bundesregierung ist insbesondere ein Vorreiter von einer Nationalisierung, anstatt zu versuchen, dieses Projekt von über die Nationalstaaten hinaus die Probleme zu lösen. Das wäre meine Antwort und das wäre der Rahmen. Wir müssen über einen größeren Rahmen nachdenken und nicht diese Krisen, hier ist eine Finanzkrise, hier ist eine Klimakrise, hier ist diese Krise, sondern richtig darüber nachdenken, wie stellen wir uns ein Europa oder auch darüber hinaus eine Bewältigung dieser Krisen vor. Sehr einverstanden. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch mal kurz bei der Ökologiefrage bleiben. Hartmut Rosa hat zwar gesagt, er spricht jetzt die Wachstumskritik nicht aus, aber er hat sie natürlich ausgeführt. Und zwar dergestalt, dass er im Prinzip
sagt, dieser ökonomische Beschleunigungsprozess, den er Wachstum verschwindlich nennen würde oder den wir Wachstum nennen würde und der am Ende irgendwie von so einer Krankheit zum Tode zeugt. Ich erinnere nochmal an den tiefen psychologischen Treiber, der führt uns eben nicht nur in eine veritable Demokratiekrise, sondern eben auch zu den ökologischen Problemen. Und damit würde ich Ralf Füchs gerne nochmal die Möglichkeit zum Gegenangriff geben. Du hast ja jetzt schon ausgeführt, lieber Hartmut, aber der Abend ist ja noch lang, weil möglicherweise könnte man den Zusammenhang auch noch etwas anders beschreiben. Ja, ich kann ja jetzt Hartmut Rosa noch so ein bisschen in die Verzweiflung treiben, indem ich sage, stellen Sie sich schon mal darauf ein, dass sowohl das Wachstumstempo der Weltwirtschaft wie das Innovationstempo, also die Geschwindigkeit, in der sich unsere Welt verändert, in den nächsten Jahrzehnten noch deutlich zunehmen wird. Nein, sondern weil es vorangetrieben wird durch ein paar fundamentale Prozesse, die gar nicht in unserer Disposition liegen. Einer ist der Aufstieg von Hunderten von Millionen Menschen und wenn wir es so ein bisschen auf eine längere Zeitachse beziehen, von Milliarden Menschen aus einer vorindustriellen Lebensweise in eine industrielle Lebensweise. Und das ist historischer Fortschritt. Das andere ist eine Globalisierung von Innovationen. Naja, wenn Sie mal sagen, ich sage nicht, dass dieser Fortschritt konfliktfrei ist und dass er nicht seine hässlichen Zeiten hat. Aber dass er verbunden ist mit einer deutlichen Steigerung der Lebenserwartung, mit einem deutlichen Sinken der Kindersterblichkeit, mit einer Zunahme einfach von Lebensmöglichkeiten für Menschen, mit einer Erweiterung ihrer professionellen, auch ihrer demokratischen Partizipationsmöglichkeiten, steigender Bildungsstand, alles was dazugehört, globale Kommunikation. So, das ist ein Prozess, den ich tatsächlich als historischen Fortschritt bezeichnen würde und der mit der deutlichen Verbesserung des Lebensstandards einer sehr, sehr großen Zahl von Menschen verbunden ist. Und gleichzeitig, weil Wachstum ja einfach nicht einfach bedeutet mehr vom Gleichen, sondern im Wesentlichen durch Innovation vorangetrieben wird, also durch Basisinnovationen, die Produktionsweise und auch unseren Alltag dramatisch verändern, sind wir in einer Phase, in der zum ersten Mal in der Weltgeschichte diese wissenschaftlich-technische Innovation nicht mehr ein Monopol ist für Europa und Nordamerika und Japan, sondern in der sie sich selbst globalisiert. Es haben noch nie so viele Wissenschaftlerinnen, Ingenieure an neuen Lösungen, neuen Techniken, an Innovationen gearbeitet, wie das heute der Fall ist. Und das wird zu einer Beschleunigung des Wandels führen. Die Älteren können ja mal einen Augenblick die Augen zumachen und sich im Geiste daran erinnern, wie die Welt vor 30 Jahren aussah. Das war eine sehr, sehr andere Welt als heute. Nicht nur, dass da noch die Mauer stand, Europa und die Welt politisch geteilt war. Sie war auch im Hinblick auf unser Alltagsleben eine ganz andere Welt. Die digitale Revolution steckte noch in ihren Kinderschuhen. Computer waren so groß wie Kleiderschränke. Das menschliche Genom war noch nicht entziffert. Mobilkommunikation war noch kein Thema. Und diese Veränderung, die wird sich beschleunigen. Das ist nicht einfach eine schöne Botschaft. Das ist verdammt anstrengend. Das ist auch verdammt riskant. Das sind viele Entwicklungen, die uns zu Recht unbehaglich machen. Zum Beispiel, was die Entschlüsselung des menschlichen Genoms angeht und die Möglichkeiten, zukünftig unsere Erbanlagen proaktiv zu verändern, dass der Mensch nicht nur die Natur macht, sondern sich selbst. Ich beschreibe eine Welt, die ist nicht gemütlich. Die ist auch nicht unbedingt verlockend. Aber gleichzeitig halte ich das für eine Zukunft, die voller Möglichkeiten steckt, eben nicht nur voller Risiken. Und es kommt darauf an, da stimmen wir überein,
dass wir unsere Ökonomie und unsere öffentlichen Institutionen so gestalten, dass wir einen möglichst großen Gestaltungseinfluss auf diesen Wandel haben. Dass wir ihn nicht nur in eine nachhaltige Richtung lenken können, also in Entkoppelung von ökonomischer Wertschöpfung und Naturverbrauch, sondern dass wir auch immer wieder die Möglichkeit haben zu fragen, ob wir etwas wollen, was technisch möglich geworden ist. Und nicht alles, was wir machen können, sollten wir machen. Dafür braucht man aber deliberative Räume. Dafür braucht man eine kritische politische Öffentlichkeit. Und dafür braucht man die Fähigkeit, da stimme ich mit Brigitte Young überein, globale Märkte zu regulieren, statt nur auf sie zu reagieren. Ich bin doch in der Grundstimmung zuversichtlich, dass wir das bewältigen können, dass es an vielen Punkten in der Welt Entwicklungen gibt, die sagen, in einen Richtungswechsel von wissenschaftlich-technischer Entwicklung zielen, vor allem was ökologische Techniken, Produkte, Verfahrensweisen, Energie und so weiter angeht. Aber niemand kann glauben, dass eine Welt von 9 Milliarden Menschen eine Idylle wäre. Sondern es geht darum, mit der Unsicherheit umzugehen und mit den Risiken umzugehen, die eine solche Welt beinhaltet und nicht zu glauben, wir könnten uns irgendwie aus ihr herauskatapultieren in eine gemütliche Gegenwart, in eine entschleunigte Gegenwart. Wir brauchen Inseln von Entschleunigung, sowohl in unserem persönlichen Leben wie in der Politik, deliberative Räume, aber zu denken, wir könnten uns einfach ausklinken aus dieser Dynamik der Moderne, das halte ich für eine ziemlich gefährliche Illusion. Eigentlich müssen wir noch auf einen weiteren Punkt kommen, aber das wäre jetzt sehr schade, das so stehen zu lassen. Deswegen bleiben wir noch mal kurz dran an der Wachstumsphase, Frage und gehen aber noch mal zurück zur Demokratie. Wenn ich Ralf Füchs richtig verstehe, sagt er ja, wir können diese Innovationsschübe und auch das ökologisierte Wachstum müssen wir verbinden mit Demokratie. Also da gibt es ja gar keinen Widerspruch. Aber Hartmut, du hast immer noch ein Problem mit der Wachstumsthese. Ich sehe es dir an. Ja, ich kann mich kaum zurückhalten. Also ich meine, ich finde eigentlich Diskussionen dann gut, wenn man richtig, also wenn ich merke sozusagen, dass mein Blutdruck steigt und mein Herz rast vor Zorn. Ich glaube, es ging Ihnen gerade ähnlich. Und das finde ich ehrlich gesagt, ich finde es sogar gut und wichtig, dass es nicht nur um Diskussionen geht, wo irgendwie jeder halt mal irgendwas sagt, sondern wo man wirklich merkt, okay, hier stehen jetzt wirklich fundamentale Grundprinzipien auf dem Spiel. Und ich finde, dass das hier der Fall ist. Und ich würde Ihnen einfach in ganz vielen nicht zustimmen, sondern würde sagen, das ist katastrophal schlecht. Also katastrophal falsch. Also zunächst mal will ich in dem einen zustimmen, dass es nämlich stimmt, dass diese Wachstumsprozesse, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ganz viele Menschen inkludieren in auch in die, das würde ich schon sagen, in die Segnungen des Fortschritts von mir aus. Oder des, ich finde, eine Kapitalismuskritik, die nicht sehen will, dass dadurch ganz vielen Hunderten von Millionen Menschen wirklich die Inklusion in ein Leben ermöglicht wird, das selbstbestimmt sein kann und das auch die Spielräume und die Ressourcen für Selbstbestimmung hat, die geht auch fehl. Das ist völlig richtig. Und Kapitalismus ist nicht nur Ausbeutung von Menschen. Ich glaube, das will ich gar nicht einseitig beschreiben. Und ich gebe Ihnen auch recht, dass es natürlich Momente und Gegenden gibt, wo Wachstum bitter nötig ist, wo Hunger oder Armut oder sonst etwas herrscht. Aber das Problem beginnt meiner Ansicht nach dort, wo man nicht sehen will, und Sie haben es teilweise gesehen, aber dann wieder verwischt, dass wir nämlich uns in einem Modus bewegen. So würde ich glaube, das ist der Kern moderner Gesellschaften, wenn man sie strukturell beschreibt und nicht normativ, dass sie sich nur dynamisch stabilisieren können. Das bedeutet, warum muss denn die deutsche Wirtschaft wachsen? Warum, um Himmels Willen, muss sie wachsen? Sie muss wachsen, damit der Status quo erhalten bleiben kann. Ja, wenn wir nämlich nicht wachsen, verlieren wir Arbeitsplätze, machen Firmen zu, sinken die Einnahmen des Staates, dann kommt der Sozialstaat in die Krise, dann verlieren wir die demokratische Legitimation, da bricht fast alles zusammen. Dieses System ist darauf angewiesen, dass es, wie Sie gesagt haben, Innovationen hervorbringt, dass es wächst und das heißt auch, dass es beschleunigt, um sich so zu erhalten, wie es ist. Und das bedeutet, dieses Steigerungsspiel ist überhaupt nicht abschließbar. Ja, egal, wie innovativ wir jetzt sind, wie schnell wir jetzt sind, wie gewachsen wir sind. Nächstes Jahr muss noch ein bisschen mehr sein, nur damit wir so bleiben können, wie wir sind. Und das verkaufen Sie mir als Fortschritt und dazu noch als Segnung. Und das ist doch absurd. Ich habe noch nicht mal angefangen, mich aufzuregen. Moment, da darf ich noch ganz kurz. Kurz.
Ah, jetzt muss ich auch noch kurz sein. Also gut, also glaub, der Punkt ist ja, schon ja, 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 na, ja, also der Punkt ist klar. Also es ist sozusagen ein, also, oder es ist kein Naturgesetz, weil es gibt keine kulturelle Formation in der Vergangenheit, die so war. Die, da gab es auch Wachstum, es gab auch Innovation, es gab auch Wettbewerb, aber dass ein System endogen, permanent wachsen, beschleunigen, innovieren musste, nur um sich zu erhalten, ist etwas ganz Neues. Und jetzt erzählen Sie mir immer, ja, aber wir sind in einem globalen System, da kann man nichts dagegen machen. Das stimmt gar nicht. In ganz Lateinamerika ist voll von der Suche nach einer anderen Lebensform. Diese Diskussion, jawohl, das Buen Vivir, wie man gut leben kann, wie man die Dinge anders. In Korea gibt es das, in China gibt es bloß die Grünen sagen, wir müssen unbedingt wachsen. Also jedenfalls ein Teil der Grünen. Das regt mich irgendwie auf. Meine Damen und Herren, ich freue mich seit einer Stunde auf diesen Moment und diese Leidenschaft, die hier aufblüht. Und genau deswegen machen wir übrigens diesen Kongress, Ralf. Bitte. Wenn wir darüber uns streiten müssten, ob und in welchem Umfang die bundesdeutsche Wirtschaft wächst oder nicht, könnten wir das ziemlich schnell ad acta legen, weil das sind so Größenordnungen zwischen 0 und vielleicht 1,5% pro Jahr. Also so what? Das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass wir eine globale Wachstumsdynamik haben, die nicht durch die Form des Kapitalismus erzeugt wird, sondern genau durch diesen Prozess, erstens der Zunahme der Weltbevölkerung von jetzt 7 auf 9 Milliarden, zweitens eine rapide Urbanisierung. In 2050 werden etwa doppelt so viele Menschen in Städten leben wie heute, mit allem, was damit verbunden ist an Material, an Energie, die sie brauchen, an Lebensmittel, die sie konsumieren werden. Wir haben drittens genau diesen Prozess des Aufstiegs in die globale Mittelschicht mit der modernen Lebensform, der damit verbunden ist. Und wir haben viertens den wissensgetriebenen Innovationsprozess. So. Und deshalb ist nicht die Frage, Hartmut Rosa, ob wir wachsen wollen, sondern die Frage ist, wie die Weltwirtschaft wächst. Und dann ist die Rolle, die meines Erachtens Europa zu spielen hat, nicht dem Rest der Welt zu zeigen, dass es auch ohne Wachstum geht, das interessiert den Rest der Welt nämlich gar nicht, sondern zu zeigen, dass man nachhaltig wachsen kann, dass es möglich ist, ökonomische Wertschöpfung, also die Erzeugung von Wohlstand für Menschen, abzukoppeln vom Naturverbrauch. Das ist die eigentliche Revolution, um die es geht. Und das ist eine tiefgreifende Veränderung unserer Produktionsweise, für die ich nicht nur unsere Kräfte mobilisieren möchte, sondern auch sowas wie Begeisterung für einen großen Aufbruch in eine neue Industriegesellschaft. Das ist nämlich die Antwort auf diese Veränderung in der Welt, die wir sehen. Wenn wir uns darüber einig sind, was die Klimawissenschaft uns sagt, dass wir unsere CO2-Emissionen in den hochindustrialisierten Ländern um 90% reduzieren müssen. Was glauben Sie, wie viel wir davon durch Nichtwachstum realisieren? Nichtwachstum bedeutet ja Nullwachstum, eigentlich nur wir frieren den Stand von Naturverbrauch ein, den wir heute haben. Also von Ressourcenverbrauch und CO2-Emissionen. Nützt gar nichts. Wir müssen massiv runter. Und wir können nur runter, indem wir unsere Produktionsweise radikal verändern. Die Art von Technologien, die Art, wie wir Städte bauen, das ist sozusagen die Herausforderung. Die Art, wie wir Lebensmittel produzieren zukünftig in den Städten, zum Beispiel mit vertikalen Gewächshäusern, mit null Emissionen und null künstlicher Düngung. Das ist eine Utopie, die, ich würde sagen, die ist tatsächlich globalisierbar, statt zu sagen, Europa muss jetzt den schrumpfenden Wohlstand möglichst gerecht verteilen. Lieber Ralf, ich glaube, der Punkt ist deutlich geworden. Wir müssen zurück zur Demokratie. Und Brigitte Young hat mir versprochen, dass sie als politische Ökonomin genau den Weg zurückebnet. Ja, also ich möchte sagen, ich stehe hier dazwischen. Ich sitze ja auch dazwischen, zwischen den Stühlen, wie man so sagen kann. Und ich würde auch. Aber ein bisschen näher bei mir. Aber okay, das stimmt. Okay. Also hier, wenn Sie das vorschlagen, dann würde ich aber auch sagen, in welchem Rahmen. Ich komme zurück zu meiner Anfangsfrage. Hier zum Beispiel, wir haben
Nächste Woche kommt Barack Obama, der US-amerikanische Präsident, nach Berlin. Worüber wird gesprochen? Es wird über Wachstum gesprochen. Es wird über diesen bilateralen Vertrag. Und zwar, es geht um Handel und es geht um Investment. Und da ist nur eine Richtung und das ist Wachstum. Und das ist eben auch, um aus diesen bilateralen, nationalstaatlichen Veränderungen rauszukommen, möchte ich noch einmal zurückzukommen auf das, was ich gesagt habe. Wir brauchen Veränderungen auf eben diesen globalen oder wie wir auch uns als Nationalstaaten über den Nationalstaat hinaus sehen. Und Herr Füchs, ich würde sagen, ich bin durchaus auf Ihrer Seite mit Innovation. Ich finde das sehr interessant. Aber in diesen Verhältnissen im Moment, das Einzige, was ich sehe, was wir haben, ist eine Konkurrenz und keine Demokratie. Eine Konkurrenz mit China, mit diesen Staaten. Das führt zu mehr Konflikten, als dass ich jetzt sehen könnte, dass das, was Sie vorschlagen, in diesem Rahmen, dass das eben etwas Positives ist und die Demokratie fördern würde, die globale Demokratie fördern würde. Wir sind wieder bei der Demokratie. Und ich würde jetzt vielleicht noch einmal einen kleinen Switch machen zu einer letzten Frage, die möglicherweise auch so ein bisschen schon in den morgigen Tag ausgreift, wo wir uns ja alle in Workshops, in sehr spannenden Workshops versammeln und das mal mit Blick auf ganz konkrete Orte der Demokratie uns anschauen. Die Frage muss ich einfach noch stellen, bevor wir den Diskussionskreis erweitern. Ich meine, die ganze Demokratiedebatte, die wir jetzt in der Bundesrepublik erleben, das ist, glaube ich, übrigens auch ein bisschen anders als in anderen Ländern. Ich weiß es gar nicht. Die lebt ja ganz stark von dem Impetus der direkten Demokratie, der direkten Beteiligung. Die neuen sozialen Protestbewegungen sagen, wir wollen mitreden in den Planungsverfahren, wir wollen mehr partizipieren, wir wollen mitmachen. So. Und da möchte ich jetzt nochmal eine Brücke schlagen zu Caroline Emkes Frage nach der Exklusion. Auch gerade mit Blick auf das Milieu, das uns zu einem Großteil nicht zwangsläufig vielleicht hier auch verbindet, nämlich inwieweit eigentlich diese Forderung nach mehr Demokratie, nach mehr direkter Beteiligung am Ende des Tages zu mehr Ausschluss führt und zu weniger Inklusion. Michael Walzer hat mal von der Diktatur der Vollzeitbürger gesprochen. Das blieb bei mir so hängen. Und dann meinte er, all die Beamten und Rentner mit viel Zeit, die man dann auf diesen ganzen Versammlungen mit Vorliebe antrifft und die ausführlich ihre Meinung kundtun. Also im Ernst nochmal nachgefragt, alle drei hier vorne, wie ist es eigentlich mit der direkten Beteiligung und der gerechten Repräsentation? Ja, die Frage muss sich noch loswerden. Hartmut, möchtest du anfangen, oder? Du bist ja hier der Soziologe, also erwarten wir schlaue Antworten. Ich bin nicht der Politikwissenschaftler, also muss ich dazu nichts sagen. Aber ich finde das natürlich eine ganz sogar spannende Frage und ich bin tatsächlich eher ein bisschen skeptisch, also einfach zu sagen, naja, es muss halt die direkte Demokratie sein. Bürger müssen über alle Fragen direkt abstimmen. Ich meine, man kann darüber sogar eine Beschleunigung erzielen. Ich würde ja überhaupt sagen, Politik kann ganz schnell sein. Ja? Da sieht man immer mal wieder, wenn sie nämlich nicht demokratisch ist. Und ich würde sagen, nicht demokratisch kann man natürlich auch per TED machen, ja? Also per Bauch sozusagen Gefühl, ja, wer ist für, sollen wir Griechenland retten, ja oder nein, machen wir eine TED-Umfrage oder so hieß es früher oder eine Internet-Umfrage oder hat man auch ein politisches Ergebnis und das ist natürlich überhaupt nicht, was wir wollen, weil wir da alle möglichen Formen von Exklusion und einfach von Majorisierungen haben. Also glaube ich, die Frage, wie müsste denn Demokratie beschaffen sein, welche Institutionen brauchen wir dafür, glaube ich, muss geleitet werden, nicht unbedingt von der Idee, direkt oder indirekt, sondern wie schafft man es? Und ich finde, Hannah Arendt ist dafür wirklich interessant. Sie sagt sozusagen sogar, Welt entsteht erst da, wo Bürger sie sozusagen in Bewegung versetzen. Sie entsteht zwischen den Bürgern. Und ich glaube, das Entscheidende ist, die Idee der Anverwandlung. Demokratie muss das Instrument sein, mit dessen Hilfe Bürger sich die Institutionen, aber zum Beispiel auch die Projekte anverwandeln. Dass wir dann nicht mehr sagen, die bauen da einen Flughafen, sondern wir bauen da einen Flughafen. Ja, selbst wenn man tendenziell
prinzipiell selber dagegen gestimmt hat, aber das ist so ein Moment der Anverwandlung. Das sind unsere Institutionen. Ich glaube, wenn man wir haben ja in Jena lange die Geschichte der Transformation in Ostdeutschland untersucht. Ich glaube, ein großer Unterschied zwischen Ostdeutschland und zum Beispiel Polen oder Ungarn war, dass die egal ob es gut oder schlecht lief, die Polen immerhin noch sagen konnte, wir machen da jetzt was Neues, sozusagen. Wir haben uns jetzt eine neue Institution geschaffen. Wohingegen in Ostdeutschland ganz häufig das Gefühl war, die haben uns jetzt was gebracht, gegeben, aufgezwungen. Da fehlt dieses Moment der Anverwandlung, dass wir es sind. Und das geht, glaube ich, nicht in erster Linie direkt demokratisch, sondern über einen dialogischen Vermittlungsprozess über viele Stufen. Ich finde, ein paar interessante Ideen sind da tatsächlich von den Piraten oder in deren Kontext entstanden über Liquid Democracy, dass es vielfältige Formen der Beteiligung geben muss, dass man eben nicht permanent dauernd dabei sein muss oder permanent exkludiert ist, sondern teilweise die Möglichkeit hat, seine eigene Stimme oder Meinung zu delegieren, aber dann teilweise sich auch wieder einklinken kann. Jedenfalls glaube ich, die Suchrichtung muss nicht sein, mehr direkte Beteiligung oder weniger, mehr Repräsentation oder weniger, sondern wie schaffen wir es, Institutionen und damit Politik zum Antworten zu bringen, in eine Resonanzsphäre zu verwandeln, in der auch wirklich Dinge wieder verhandelt werden und gestaltet werden können. Ja, also dem würde ich wirklich zustimmen und insbesondere, meine Expertise ist mit den Finanzmärkten. Ich glaube, es ist nicht möglich, dass wir alle Bürger und Bürgerinnen involvieren in Details fragen. Und ich glaube, Bürger und Bürger sind auch nicht interessiert, an diesen Detailfragen mitzuarbeiten. Aber es geht doch um eine Zielvorgabe und einfach zu sagen, die Finanzmärkte, was wichtig ist, ist Fairness und Gerechtigkeit. Das würde ich sagen. Und wie kommt man eben ein System zu kreieren, das fair ist und auch gerecht ist? Und hier sind zwei Aspekte, die ich wichtig finde. Das wäre eine Prozessgerechtigkeit und eben nicht nur eine Ergebnisgerechtigkeit. Was heißt Prozess? Prozessgerechtigkeit wäre zum Beispiel, dass nicht nur Staaten, wie das im Moment ist, im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, dass eben nur die industriellen Staaten eine Stimme haben, sondern dass auch Staaten, Entwicklungsländer, Schwellenländer, dass andere Kriterien, andere Indikatoren, dass die auch ein Mitspracherecht haben, zum Beispiel Indikatoren aufgrund der Bevölkerungsgruppe oder wie das im Human Development Report sind. Das sind andere Indikatoren als eben nur eine Wirtschaftsmacht zu sein. Also diese Prozessgerechtigkeit, dass hier Länder involviert werden in diesen sehr technokratischen Organisationen, in diesen Finanzreformdiskussionen, die derzeit eben nicht stattfinden. Die finden meistens statt eben hinter closed doors, obwohl die G20 eben etliche Schwellenländer eben dazugeholt hat. Das Zweite wäre dann auch für mich, und das wäre ein Gedanke von Demokratie, dass man auch sagt, dass sichere Finanzprodukte für Bürger und Bürgerinnen ist, das ist auch ein demokratisches Recht und nicht wie im Moment oder wie das in der Krise war, dass den Leuten eben etwas verkauft wird, wo eben diese Berater sehr viel Geld verdient haben. Also das wäre ein demokratisches Recht auch auf sichere Finanzprodukte, nicht dass alle eben Bürger und Bürgerinnen daran teilnehmen, aber man könnte eine Zertifizierungsorganisation, darüber wird ja gesprochen, wo eben diese Innovationen, die auf den Markt kommen, dass die geprüft werden, wie das in der Pharmazie ist, bevor sie eben auf den Markt kommen und eben, wie wir wissen, die haben nicht funktioniert, die sind toxisch geworden. Also nicht direkte Demokratie, sondern eben Fair und Gerechtigkeit, Transparenz, Accountability und eben diese Prozessgerechtigkeit, durchaus diese Organisationen zu öffnen, andere Kriterien als nur Wirtschaftsmacht und das Zweite, dass eine Überprüfung, dass eben das Vertrauen wieder in die Institutionen und in die Finanzmärkte, dass eben diese Finanzmärkte das Ziel ist für soziale Aufgaben, für die Realwirtschaft und nicht wie im Moment, dass es für Spekulation und die unheimlich hohen Rendite der Spekulanten geht. Ralf Füchs, nochmal ganz einfach nachgefragt, wie kommen wir zu gerechterer Repräsentation in der Situation, in der ganze soziale Schichten und soziale Milieus kaum beteiligt sind am politischen Gespräch, noch nicht mal wählen gehen? Wie schaffen wir das bei aller Beteiligungseuphorie?
Ich sinniere noch ein bisschen nach über dieses republikanische Pathos von Hartmut Rosa, was mir total sympathisch ist. Also die Frage, wie entsteht dieses politische Wir? Oder wie entsteht eine politische Gemeinschaft, die eben nicht definiert ist durch Ethnizität oder sonst irgendwelche Eigenschaften, die diese verschiedenen Bürgerinnen und Bürger haben, sondern durch gemeinsames Handeln. Das ist ja der Kern, und zwar ein gemeinsames Handeln, was durch gemeinsame Beratung, sagen, vorbereitet wird. Das ist ja eigentlich ein Modell, das kommt aus dem kleinen Format. Ja, im Grunde ist das die Stadtrepublik, die das Ideal dieser Art von deliberativer Demokratie und gemeinsamer Entscheidung über die gemeinsamen Angelegenheiten hervorgebracht hat. Und ich war deshalb auch mit ziemlichem Vergnügen Senator in so einer alten Stadtrepublik da in Bremen. Und dagegen setze ich jetzt im Kopf, und ich kriege das noch nicht richtig zusammen, Brigitte Young, die sagen, über Globalisierung redet. Und die Frage ist doch, ob man dieses Modell deliberativer Demokratie und diesen emphatischen Republikanismus, ob man das übersetzen kann in eine globalisierte Welt. Und ich glaube, dass man es nicht eins zu eins, was heißt ich glaube, ja, mir scheint es auf der Hand zu liegen, dass man es nicht eins zu eins kann, schon gar nicht durch die Vorstellung, wir müssten jetzt ein Weltparlament und eine Weltregierung bilden, und das wären dann die Institutionen, die demokratische Teilhabe gewährleisten. Sondern ich glaube schon, dass wir auch die tradierten, und jetzt schiebt mich bloß bitte nicht in die Ecke von irgendwie, ich würde jetzt den Nationalstaat, oder? Also, dass wir auch die tradierten Formen von Demokratie stark machen müssen und wiederbeleben müssen, von der Kommune angefangen, über die wir hier gar nicht geredet haben, die der eigentliche Ort ist, der die Lebenswirklichkeit, sagen, der Leute umfasst und wo wir vielfältige Formen von Beteiligung haben, aber gleichzeitig einen immer stärker erodierenden Entscheidungsspielraum auf kommunaler Ebene, weil wir diese sowohl finanziell wie im Hinblick auf ihre politische Autonomie immer stärker eingezwängt haben. Das gilt aber auch für die nationale Form von Demokratie, also die politische Republik. Und ich glaube, das geht nur, diese Art von Wiederbelebung von Demokratie, gar nicht so sehr durch institutionelle Reformen, sondern indem wir wieder politische Entscheidungsfragen diskutieren. Und das waren, wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, ja, waren ja wirklich demokratische Höhepunkte, zum Beispiel die Auseinandersetzung, wird jetzt viele wieder irgendwie ärgern, über die Kosovo-Intervention. Das war eine ganz vehemente politische Auseinandersetzung, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern es war fast ein europäisches, sagen Moment, oder über den Irakkrieg, ja, wo es um Entscheidungsfragen ging, bei denen klare politische Alternativen verhandelt worden sind, sowas wie politische Leidenschaft sich entwickeln konnte und man das Gefühl hatte, es geht um was. Und das ist meine Konsequenz. Man kann über Demokratie ernsthaft nur sprechen, wenn es um etwas geht. Und wenn das nicht einfach ein Verwaltungsvorgang ist, sondern wenn das ein Ringen ist um politische Alternativen, um unterschiedliche Ideen von Gemeinwohl, um unterschiedliche Konzepte, wie wir leben wollen. So. Und das müssen wir wieder stärker machen gegenüber einer Politik, die immer mehr bloße Sachzwangverwaltung ist und gar keine große Erzählung mehr hat. Ich wollte eigentlich nur sagen, dem stimme ich jetzt tatsächlich völlig zu. Ich finde nur den Irakkrieg ein problematisches Beispiel, weil da die Bürgerinnen und Bürger massiv und in ganz Europa, eigentlich auf der ganzen Welt, der Auffassung waren, dass die Intervention nicht angemessen ist. Und das war sie auch nicht. Und die Institutionen trotzdem anders gehandelt haben. Insofern hat an dem Punkt das natürlich versagt. Ich würde das jetzt eigentlich ganz gerne als so eine Art Cliffhanger nehmen. Sie kennen das von Serien, genau. Das, vielen Dank. Warum Cliffhanger? Wir haben morgen Abend, es ist vielleicht so ein kleiner Werbeblock zwischen Reihen, die Frage nach der Inklusivität in unserer Demokratie nochmal, nämlich in der Konstellation Rainer Forst, der vorne sitzt, und Chantal Mouffe
Und das wollen wir uns doch nicht entgegen lassen. Deswegen halten wir jetzt die Spannung hoch und brechen hier ab. Ja. Und was nichts daran ändert, dass Sie natürlich alle morgen um 10 Uhr wieder da sind, um an den Workshops teilzunehmen. Nur, dass das klar ist. Wir wollen hier morgen nicht alleine sitzen. So, und jetzt, ich glaube, das war ganz gut am Anfang, weil dieser ganze Kongress sehr partizipativ ist und Sie noch sehr oft zu Wort kommen werden, dass wir jetzt einmal den Bogen so sozusagen repräsentativ hier vorne gespannt haben. Und er war nicht harmonisch, auch wenn Hartmut Rosa am Ende Ralf Füchs ganz beigepflichtet hat an dem letzten Punkt. Und trotzdem würden wir jetzt selbstverständlich noch ein paar Fragen und Kommentare gerne aufnehmen. Das ist selbstverständlich. Bitte schön. Ne? Haben wir ein Saalmikrofon? Ja, genau. Andrea Mesch. Heiner Benking, ich möchte gern Brücken bauen zu den Positionen hier auf dem Podium. Und ich hatte auch einen Flash. Vor 20 Jahren, 1993, haben wir Maschinenzeit, Zeitmaschinen für Robert Jung zu seinem 80. Geburtstag, all diese Fragen des Episodischen und Epochalen auf dem Tisch gehabt. Das heißt, was haben wir da gelernt? Und wir haben gerade 100. Geburtstag gefeiert hier, dank Ralf Füchs hier, Böll-Stiftung, wo wir gesagt haben, was wollte denn Bateson? Antennen für Zeit- und Raumhorizonte entwickeln. Hans Jonas, Ethik und Verantwortung mit Raum- und Zeithorizont. Das heißt, wenn ich versuche, jetzt eine Brücke zu bauen, die Produktionsweisen von Ralf Füchs sind sehr zentral, die Proportionen und Konsequenzen auch. Aber meine Erfahrung sagt, wenn wir nicht an die Denkweisen, an die Kommunikationsweisen, an die Aktionsweisen rangehen, landen wir nirgendwo. Und das wurde konkretisiert, dass man eben mit Raum- und Zeithorizont in deliberativen Verfahren sich um das kümmert. Also ich sage einfach, wenn wir das nicht konkretisieren, durch Karten, Modelle, durch Austauschprozesse, durch deliberative Prozesse, die der Club of Rome in den 60ern wollte, partizipative, normative, prognostive Zukünfte zusammenzubringen und sich nicht dann im Methodenstreit am 30. Mai 90 zu hijacken von nur Leuten, die prognostische Zukünfte, also Modelle und Szenarien gemacht haben. Wenn wir das nicht mit einbeziehen, also abstimmen in Gruppen, Wisdom of the People ist das Schlagwort, nach Einflüssen und nicht nur nach Wichtigkeiten, dann enden wir nirgendwo. Und ich will einfach sagen, es ist möglich, selbst bei diesen konträren Positionen hier zu versuchen, eine Brücke zu bauen. Vielen Dank. Andrea, hier. So, da, ja. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal an den Anfang der Diskussion zurückgehen. Und zwar erschien mir das so, als ob das relativ im Konsens war, dass wirtschaftlicher Fortschritt in der Regel mit Beschleunigung verknüpft ist und dementsprechend dazu führt, dass die Möglichkeit demokratischer Teilhabe zumindest erschwert wird, weil einfach die Zeit, die wir ja als sehr wichtig identifiziert haben, um demokratisch teilhaben zu können, durch diese Beschleunigung einfach eingeschränkt wird. Und das ist mir ehrlich gesagt zu einfach, weil ich davon überzeugt bin, dass in gewissen Situationen, unter gewissen Umständen, wirtschaftlicher Fortschritt genau das Gegenteil bewirkt. Also wenn wir zum Beispiel in viele Gegenden Subsahara-Afrikas schauen, ist es so, dass gerade Frauen den Großteil ihrer Zeit damit verwenden, Wasser zu holen und Holz zu holen und das Essen zuzubereiten. Viele Statistiken sprechen davon, dass das ungefähr so 80% der Zeit sind der durchschnittlichen Frau in Subsahara-Afrika. Wirtschaftlicher Fortschritt in diesen Regionen wäre zum Beispiel in meinen Augen eine vernünftige Wasserversorgung einzuführen, die Möglichkeit vom Holz als Energiequelle wegzukommen, und das würde ich als wirtschaftlichen Fortschritt ansehen. Und in diesen Fällen würde der eher Zeit bringen und würde dann erst die Chance auf Teilhabe eröffnen. Und da würde ich gerne mal eine Rückmeldung von Herrn Rosa zu hören. Dankeschön. Vielen Dank. Hier Link auf der linken Seite im blauen Hemd. Genau, richtig. Ja, Albert Reinhardt.
Ja, mir sind natürlich auch viele Sachen eingefallen. Besonders unser ehemaliger Papst hat ja gesagt, dass der Mensch auch ein ökologisches Wesen ist und wir eben nicht nur die ökologische Umwelt sehen sollten. Und bei also diese ganzen systemischen Dinge sind, glaube ich, von der Natur schon weitgehend vorgegeben. Also wir missachten sie nur, wie wir alles oft missachten, weil wir es nicht kennen oder kulturell überprägen. Und zwar löst die Natur dieses Problem, in dem es Jugendliche gibt, also mit der Pubertät entsteht sozusagen im Kopf erstmal ein Überschuss an Synapsen, also eine Redundanz von Möglichkeiten, die dann sich auf die Realitäten einstellt und dann weggeschäbt wird, was unnötig ist. Und diesen Schatz, den eigentlich jede Generation mitbringt von Jugendlichen, ja, wenn wir die Möglichkeit, die sind schon in Face-to-Face-Kommunikationssituationen jeden Tag in der Schule, auf dem Schulhof und so weiter. Wenn wir das nicht nutzen, also dass die sozusagen dieses Zeitpotenzial, und Schule heißt eigentlich Muse und nicht Stress und Abi-Noten nachjagen oder sonst was. Also die Art und Weise, wie wir jetzt Jugendliche also sozusagen sozialisieren, unter Stress setzen, der unnötig ist, wirkt sich sozusagen auf das gesamte gesellschaftliche System aus. Ja? Und wir hätten da eben die Redundanz und Möglichkeit, die Zeit wirklich sozusagen komplexe Situationen zu durchdenken, Vorschläge an die Politik zu erarbeiten. Und was als Geschenk hinten drin liegen bleibt, in der Blackbox, ohne dass das vielleicht im Bewusstsein drin ist, ist eine riesig große Intuition für erlebte Erfahrungen, wie Dinge zu beurteilen sind, ohne die wir sonst überhaupt nicht klarkommen. Ja? Und das ist sozusagen das allererste, was wir systemisch ändern sollten, bevor wir da überhaupt über irgendwie andere Schritte nachdenken. Dass wir alle auch gerne nochmal da mitmachen, aber wir sollten es erstmal mit 100% dieser Jugendlichen tun. Wir haben 100% Jugendliche, die in die Gesellschaft rein wollen. Und wenn die schon sozusagen ihren Beitrag dafür leisten können, dann sind das schon verantwortungsvolle Bürger in dem Moment, wo die dazukommen. Ja? Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Meiner Meinung nach hängt Herr Füchs mit seinem fatalistischen Vorwärts noch so ein bisschen an den Institutionen der Moderne. Das ist eine gute Idee, finde ich auch, aber es ist ein bisschen zu spät. Natürlich wird es unbequem, besonders in den Industrieländern, das glaube ich auch. Meine Frage geht an Herrn Rosa. Sie sind eine Generation jünger als Herr Füchs. Vielleicht haben Sie noch mehr Kampfgeist. Jetzt mal angenommen, wir haben gerade für die ökologische Krise nur noch wenig Zeit, vielleicht so 15 Jahre. Für die ökologische Krise, was können Sie uns raten? Also vielleicht auch gerade denen, die noch eine Generation jünger sind. Wo sehen Sie mögliche Strategien, Bündnisse, Aktionen? Danke. Ich frage mich die ganze Zeit, Dieter Domen, welche Diskussion wir hier im Moment eigentlich führen. Ob wir die Diskussion führen, was die richtige ökologische Politik ist oder wie wir die Demokratie gestalten müssen, dass möglichst viele Menschen sich daran beteiligen können und ob das überhaupt noch möglich ist, weil wir ein grundlegendes Problem haben. Wir reagieren immer erst dann, wenn es sehr spät ist. Beispiel Ökologie. Wir wissen, dass wir auf eine schwierige Zeit möglich hinauslaufen. Wir lassen die Zeit verstreichen und haben hinterher den Notfall, dass wir ganz schnell reagieren müssen. Und für diesen Fall stellt sich bei mir die Frage, haben wir die repräsentativen Strukturen, die wir dafür brauchen? Als Beispiel, wir hatten eben das Beispiel, Merkel hat zu spät reagiert, weil die Wahlen in Nordrhein-Westfalen vor der Tür stand. Warum hat sie so spät reagiert? Weil sie Angst vor dem Votum der Wähler hatte. Eigentlich klassisch demokratisch. Ob mir das Ergebnis passt, ist eine andere Frage. Und ich glaube, das sollten wir noch mal in der Diskussion ein bisschen stärker berücksichtigen, weil diese Frage haben wir nicht gestellt. Cameron vertritt natürlich die Position der Mehrheit, wo er glaubt, des englischen Volkes. Merkel vertritt die Mehrheit der Deutschen, vielleicht auch nicht an vielen Punkten unterschiedlich. Das heißt, wir haben in Teilen möglicherweise tatsächlich repräsentative und in Teilen auch demokratische Strukturen, die man verbessern kann, die wir aber brauchen. In einer komplexen Welt kann ich nicht wochenlang darüber diskutieren und in einer tatsächlich sehr schnellen Welt, welches Ergebnis ich möchte. Die Frage ist,
für mich demokratisch, dann eher habe ich hinterher oder vorher das Recht, darüber zu diskutieren. Und ich glaube, wir müssen mit zwei Ebenen unterscheiden, nämlich einmal das, was ich sag mal, in der industrialisierten Welt in den weitesten Teilen passiert und was wir im Moment in der Türkei oder in Ungarn oder vor einiger Zeit in dem Nahen Osten gesehen haben. Vielen Dank. Wir sind jetzt gerade an einem sehr demokratietheoretisch sehr interessanten Punkt des Abends, weil im Prinzip ist es so, lieber Ralf, ich weiß, dass du schon wieder reden willst. Ja, das ist klar, aber ich frage mich das jedes Mal bei diesen Versammlungen, weil wenn wir das ernst nehmen, was wir da sagen, dann geht es jetzt gar nicht darum, dass interessierte Bürger, Experten Fragen stellen und das merkt man ja schon, sondern gibt es hier plötzlich sehr viele Positionen im Saal und gleichzeitig fragt man sich, wann der Rainer Voss fragt sich gerade, wann kommt der Wein, wann geht's weiter, so. Und deswegen ist es jetzt hier ein Kompromiss. Es geht jetzt nicht einfach darum, schnell mal eine Frage zu stellen. Andererseits dauert der Kongress 3 Tage. Wir haben noch viel Zeit und wir müssen da irgendwie jetzt realistisch damit umgehen. Deswegen würde ich jetzt mal vielleicht noch so 3-4 Wortmeldungen dran geben, in der man auch gerne Position beschreiben kann. Und dann geht es nochmal hier kurz zurück und dann geht der Abend weiter. Und die junge Dame hier vorne meldet sich schon lange verzweifelt und deswegen nehmen wir sie als nächstes dran. Vielen Dank, Alexandra Krause. Herr Rosa, Sie hatten die Möglichkeiten von Liquid Democracy angesprochen. Ich frage mich, ob die Technologie, die ganze Debatte ist ja ziemlich technologiekritisch, so sehe ich das. Es fällt öfter das Schlagwort der Technokratie. Ich frage mich, ob man diese technologischen Möglichkeiten nutzen kann, um demokratische Prozesse durchaus auch zu beschleunigen, sodass Repräsentanten des Volkes sehr schnell sehr kurzfristig zu Themen politische Diskussionen und auch politischen Input von der Basis bekommen könnten. Und mich würde interessieren, wie Sie alle dazu stehen. Danke. Vielen herzlichen Dank. Die Frau mit dem entzückenden Baby im Bauch wäre die nächste. Hallo, keine Frage, sondern eine Position. Ich bin Katrin Fenzen vom Institut für partizipatives Gestalten und ich möchte nochmal aufgreifen, was hier Caroline Ehmke gesagt hat, das Thema der Exklusion oder beziehungsweise die Frage der Inklusion und auch nochmal der Partizipation. Die Mehrheitsentscheidungen bringen ja die Mittelmäßigkeit und die Frage ist, wie schaffen wir die leisen Stimmen, wie schaffen wir die kleinen Stimmen und die Randstimmen, wie schaffen wir das, die in partizipative Prozesse mit hineinzubringen. Und unsere These ist und unser Ansatz ist, dass wir sagen, es braucht einen Ort und einen Prozess, an dem wir regelmäßig die großen gesellschaftlichen Fragen bearbeiten mit einer hohen Zahl von Bürgern, einer großen Anzahl mit aus den unterschiedlichsten Feldern, Sparten übergreifend, milieuübergreifend, die tatsächlich nicht nur sich informieren oder informiert werden oder Fragen stellen können, sondern die gemeinsam, und dazu zählen Sie, die auf dem Podium sitzen, die Wissenschaftler, die Politiker, die Menschen mit Migrationshintergrund, alle, die gemeinsam erarbeiten, was passieren soll. Das brauchen wir. Ja. Vielen Dank. Wir gehen jetzt von meiner Perspektive aus nach rechts. Und vielleicht, Andrea, es ist die dritte Reihe. Sibylle, bist du es? Ja, meldest du dich? Ja. Sibylle Volkholz wäre die nächste. Herzlich willkommen. Ich habe auch nur eine kurze Frage an Herrn Rosa. Sie haben gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der Zunahme der Beschleunigung sinkt die Chance der Teilhabe und der Beeinflussung von Entscheidungen. Ich frage mal andersrum, wann war eigentlich die Teilhabe an politischen Entscheidungen in früheren Zeiten, als es langsamer war, größer als heute? So, und jetzt der in dem grünen Hemd, bitte. Ja, vielen Dank. Guten Tag. Ich hätte 2 Fragen, die eine an Frau Young und die andere an Herrn Füchs. Und an Frau Young hätte ich noch mal eine Rückfrage bezüglich der sogenannten Griechenland-Rettung.
Da würde mich interessieren, wie Sie die Rolle von Frau Merkel einschätzen und der Regierung an sich. Denn in dem Vortrag haben sich jetzt einige Diskutanten so geäußert, dass die Rettung zu langsam geschehen ist aufgrund der großen Komplexität der Problematik. Und ich würde gerne mal wissen, wie Sie das einschätzen. War das langsame Handeln sozusagen fahrlässig oder eher Absicht? Und die Frage an Herrn Füchs, die bezieht sich nochmal sozusagen auf die stofflichen Grundlagen unseres Wachstums oder unserer Gesellschaft, die sich ja reproduzieren muss auf Grundlage unserer Ökologie. Da sind Sie ja, was die Zukunft angeht, sehr zuversichtlich. Und Sie haben argumentiert vor dem Hintergrund, ich würde es mal nennen, des Effizienzparadigmas. Eine andere Lesart, die dem entgegengestellt ist, ja eher das der Suffizienz. Und wenn wir unsere Gesellschaft verstehen und unsere ökonomische Verfasstheit als ein Produktionsprinzip, welches auf der Ausbeutung von Rohstoffen, also organischer und anorganischer Natur basiert, also wenn wir das wissen, und auch wissen, dass es systeminhärente oder immanente Prozesse oder Faktoren gibt in unserem Wirtschaftssystem, was wir Kapitalismus nennen, nämlich, dass es systemimmanent dazu gezwungen ist, zu wachsen und stetig beschleunigt zu wachsen, wir aber quasi eine Endlichkeit unserer Ressourcen haben. Wie stellen Sie sich das vor, dass man alleine mit der Strategie dieses Effizienzparadigmas die zukünftigen Herausforderungen bewältigen kann? Vielen Dank. Das war sicher auch eine sehr wichtige Frage. Ich würde jetzt trotzdem für unsere Abschlussrunde zweierlei vorschlagen. Erstens, wir bleiben bei der Demokratiefrage. Also, was ist die Schnittstelle zur Demokratie, zu neuen Beteiligungsformen, zu gerechter Repräsentation und zu politischer Handlungsfähigkeit? Das war ja dein Punkt. Zweitens, ich glaube, es ist tatsächlich, obwohl es noch nicht 5:05 ist, völlig unmöglich, diese ganzen Fragen zu beantworten. Zumal es in Wahrheit nach meiner Wahrnehmung eigentlich gar keine Fragen waren zu einem Großteil, sondern Positionen. Das ist ja auch genau richtig. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass jeder der Referentinnen und Referenten hier vorne sich jetzt mal seine Lieblingsfrage rauspickt, auch mit Blick auf Demokratie, und die für ein kurzes, kerniges Abschluss für eine kurze, kernige Abschlussbotschaft verwendet. Lieber Hartmut Rosa, würdest du wieder anfangen? Welche Frage hat dir besonders gut gefallen? Wenn ich ganz schnell mache, darf ich dann ein paar, also ich will. Also ich sage so, jeder nur, es gibt vier. Ich mache wirklich schnell. Es gibt vier Punkte, die ich gerne sagen würde. Und ich mache die ganz schnell. Die erste war, wann war es denn besser mit der Beteiligung? Ah, nur das ist zu schnell. Das ist Demokratie. Doch, jetzt halt mich nicht auf. Also mach's nicht so Black Sabbath-mäßig. Die sind ganz langsam. Aber mach's auch nicht Iron Man-mäßig. Speed Metal. Bleib in der Mitte. Okay, gut. Also ich habe nicht von Beteiligung gesprochen, sondern von demokratischer Gestaltung. Also was ist sozusagen, was sind die temporal-strukturellen Bestimmungen dafür, dass wir im Modus der Demokratie Welt gestalten können. Und meine Diagnose lautet, dass es dafür ein mittleres Zeitfenster bedarf. Wenn die Welt sich ganz langsam ändert, in traditionalen Gesellschaften, wo sozusagen übergenerationale Stabilität ist, macht Demokratie kaum Sinn. Ich glaube, das war sogar noch bei den Griechen auch so. Was mir vorschwebt, ist zum Beispiel die Zeit, wo Willy Brandt mehr Demokratie wagen wollte. Es gibt aber auf jeden Fall ein Zeitfenster oder ein gesellschaftlicher Rhythmus, der zu schnell ist für diese Idee, demokratisch, deliberativer, kollektiver Gestaltung. Und ich glaube, wir sind über dieses Zeitfenster hinaus. Es sei denn, da komme ich auf die zweite Frage, deshalb ist es eigentlich eine. Es geht mit neuen Medien. Und das, ich finde das interessant. Ich bin ja nicht reaktionär, auch wenn ich manchmal so klinge. Ich glaube, die Zukunft wird natürlich über solche Medien gehen. Wie denn sonst? Ich glaube, solche Logiken der Vernetzung wie Facebook und auch Twitter wird die Zukunft der Gestaltung unserer Welt sein. Und man sieht da auch schon Formen dessen, was ich Resonanzräume nenne. Facebook und Twitter sind Resonanzräume. Das Problem ist dort, dass man ganz schnell Empörungswellen aufbauen kann. Ja, man kann ganz schnell gigantische Wirkungen erzeugen, die nicht oder noch nicht Gestaltung sind. Ja, wie man dieses Moment nutzen kann für resonante Gestaltungsräume, ist zumindest noch offen. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, das kann ich nicht beweisen, dass Bildschirme irgendwie Resonanzkiller sein könnten. So, und dann wollte ich noch diese erste Frage. Also ich will auch nicht sagen, wir sollten nie wachsen.
Natürlich gibt es, also und ich bin überhaupt nicht gegen Wachstum, ich bin nur gegen Wachstum als Selbstzweck. Also zu sagen, wir müssen wachsen, um den Status quo zu halten, ist Schwachsinn. Wenn wir sagen, lass uns eine Methode erfinden, dass die Frauen schneller zum Wasser kommen, dann ist das völlig klar. Da brauchen wir eine Art von Wirtschaftsdemokratie, die uns das ermöglicht. Trotzdem steckt in Ihrem Argument eine Grundtäuschung, weil jedes scheiß neue technische Gerät uns immer Zeitersparnis verspricht. Da sehe ich das große Problem mit dem Fortschritt. Jede technische Innovation hilft uns, Zeit zu sparen. Und im Ergebnis haben wir am Ende immer weniger, als wir vorher hatten. Ja. Das hängt, also das Argument dafür ist ein bisschen komplex, aber so kann man auf gar keinen Fall argumentieren, weil jede Erfindung, ja, Facebook und jetzt rebelliert schon die Technik, uns immer hilft, Zeit zu sparen. Und wir haben sie am Schluss trotzdem nicht. Gut, und dann noch zu dem letzten, die Sache mit der ökologischen Frage. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich im Moment am Umdenken und ich bin noch nicht sicher, was dabei am Ende rauskommt. Aber ich habe da einen fatalen Verdacht, weil, also was alle wissen, ist, dass es ein riesiger Graben gibt zwischen dem Umweltbewusstsein und dem Umwelthandeln. Ja, also wir alle wissen, dass wir was tun sollten und wir tun genau nichts oder fast nichts. Und die LoHAs haben das schlechteste ökologischen Footprints von allen. Also glaube ich, das ist ein fundamentales Problem in der Art und Weise, wie wir uns zur Natur und zur Welt als Ganzes stellen. Wenn wir Umwelt als Ressource betrachten, die wir pfleglicher behandeln müssen, werden wir dieses Problem, glaube ich, nie lösen. Umwelt, glaube ich, die große Sehnsucht ist eine, dass Natur uns irgendwie antwortet, dass sie eine Resonanzsphäre bildet. Und ich glaube, da liegt ein ganz interessantes Phänomen. Ich glaube, dass fast alle hier im Saal genau diese Idee haben, die eigentlich fast eine Vormoderne ist, dass die Natur nämlich die ultimative Grenze ist. Das, was früher Gott war, da setzen wir jetzt Natur hin. Sie wird uns schon strafen. Wir haben ein Unbehagen an unserer Lebensform. Wir haben das Gefühl, da stimmt was nicht. Und ich würde sagen, zu Recht. Und jetzt hoffen wir geradezu, dass doch aber die Natur uns straft, uns die Grenzen setzt. Deshalb wittern wir hinter jedem Tsunami menschliches Versagen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Wir sollten nicht nach außen gucken und hoffen, dass die Natur uns bestraft. Wir müssen nach innen gucken und unser Verhältnis zur Natur ändern. Wir müssen sehen, dass wir die Natur sowieso nicht zerstören können, aber wir können sie als Resonanzraum verlieren. Unser Verhältnis zur Natur müssen wir überdenken und nicht versuchen, Umweltressourcen pfleglicher zu nutzen mit neuen Technologien, wie der Herr Füchs das vorschlägt. Ja, ich bitte in der Tat, Sie dürfen ja noch zurückschlagen. Brigitte Young, was war Ihre Lieblingsfrage? Nicht die Frage, sondern eben die Frage nach den Beteiligungsforen und eben nach diesen neuen Strukturen. Und es geht über Inklusion. Und mit den Finanzmärkten, was ich mir wünschte, wir hätten Town Hall Meetings. Also hier in Kommunen, in der Stadt, dass wir mit den Bürger und Bürgerinnen diskutieren, was für ein Finanzsystem wollen wir in Zukunft. Das wäre hier die Frage für die Jugend. Die haben natürlich kein Interesse daran, die Schulden, die wir jetzt aufbauen, zurückzubezahlen. Und wir Ältere, wir wollen ja auch noch eine Pension. Also wir wollen auch, dass das System überlebt. Also durchaus, was sind unsere Zukunftsvorstellungen in den Finanzen? Und da müsste viel mehr die Bevölkerung mit integriert werden. Und das zu dieser Frage zurückzukommen, die deutsche Bundesregierung, hier noch einmal eine Kritik. Auf der Ebene, ich möchte jetzt nicht die Strategien kritisieren, aber auf der Ebene der Kommunikation hat die deutsche Bundesregierung gänzlich versagt. Die meisten Bürger und Bürgerinnen wissen überhaupt nicht, worüber es geht, in diesen ganzen Rettungspaketen immer wieder, die neu aufgelegt werden. Und hier dieses Versagen. Und deshalb würde ich auch einen Punkt aufnehmen. Herr Füchs versuchte zu sagen, dass ich auf der globalen Ebene spreche und er spricht auf der lokalen Ebene. Und mein Ansatz ist vielmehr, dass das Globale muss in das Nationale, muss in das Regionale reingebracht werden. Und nur dann können wir eine Lösung finden. Wir können nicht zurückgehen zu einem Nationalen. Ich glaube, das meinten Sie auch nicht. Aber meine Forderung wäre eben Diskussionen, Foren, wo dies diskutiert wird, nicht von Experten, sondern mit eben den Bürger und Bürgern. Diese Frage hat mir am besten gefallen und liegt mir wirklich am Herzen, dass das mehr gemacht werden würde. Und ich war gerade in Griechenland und in Portugal, in diesen Ländern ist es ähnlich. Die Leute haben Angst, sie sind unsicher, weil sie überhaupt nicht verstehen, was mit diesen Aktionen, Rettungsaktionen auf der europäischen Ebene gemacht wird, ob wir im Euro bleiben oder nicht. Okay. Danke. Vielen Dank. Ralf, wo zieht's dich hin? Ich würde erstens gerne sagen, dass mir die Frage von Sibylle Volkholz gut gefallen hat, weil ich auch die Prämisse nicht teile, dass dieser verhängnisvolle industriell-technische Fortschritt immer mehr Zeit frisst.
Aber wenn man es ein bisschen auf einer längeren Achse sagen, betrachtet, dann haben wir heute historisch lange Ausbildungszeiten. Wir haben immer längere Lebenszeiten. Wir hatten noch nie vorher so viel Urlaub, wie wir heute haben. Es gibt die Möglichkeit, weil das Wohlstandsniveau so hoch ist, auch solche Dinge zu machen, die für Professoren inzwischen schon selbstverständlich sind, aber noch nicht für den Rest der Menschheit, nämlich Sabbaticals einzulegen, was ich eine sehr gute Idee finde. Wir hatten noch nie so eine hohe Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die sich beteiligen, ehrenamtlich, bürgerschaftlich und so weiter. Also irgendwas kann an dieser Grundprämisse nicht stimmen. So, jetzt aber zu dem, was mich wirklich umtreibt, und das ist das Verhältnis von Ökologie und Demokratie. Und da gibt es ein paar, ich will sagen Lebenslügen, aber Gefährdungen unseres eigenen Diskurses, die man ein bisschen genauer angucken muss. Das eine ist schon gesagt worden, ich glaube von Hartmut Rosa, das ist diese permanente 5-vor-12-Rhetorik, die ist nämlich im Kern undemokratisch. Die neigt zu autoritären Konsequenzen, alternativlos. Plötzlich sagen die Ökologen, das ist alternativlos. Das heißt, es gibt gar keine Handlungsfreiheit mehr, sondern wir müssen das tun, was uns die Klimawissenschaft sagt. Das ist so die neue Form von wissenschaftlichem Sozialismus. Die Wissenschaft hat festgestellt, die Politik muss es exekutieren. Es gibt gar kein Element mehr der Optionen. Und deswegen ist mir das so wichtig und versuche einen anderen Diskurs aufzumachen, dass ich sage, die Zukunft ist offen. Wir haben Optionen, es gibt unterschiedliche Entwicklungspfade und es gibt nicht nur den Wettlauf mit der Katastrophe. Und mein Bild, das jetzt zu Ihrer letzten flapsigen Bemerkung, Hartmut Rosa, mein Bild ist genau das vom Wachsen mit der Natur. Das ist nämlich genau das andere Naturverhältnis, von dem Sie sehr abstrakt sprechen, und ich versuche das schon zu übersetzen, was das bedeutet, wachsen mit der Natur. Der Bloch hat in Prinzip Hoffnung eine sehr schöne Metapher dafür gefunden. Der sagt, unsere bisherige Industrie steht in der Natur wie eine Industrie in Feindesland, wie eine Armee im Feindesland. Also sie plündert und hinterlässt verbrannte Erde. Und dagegen setzt er das Bild der Allianztechnik. Ich würde noch ein Stück weiter gehen, das Bild der Koevolution mit der Natur, mit den Produktivkräften der Natur. Die Natur ist nämlich nicht arm, die Natur ist unendlich reich. Da gibt es für uns unendlich viel zu lernen, und auch die Ressourcen sind nicht knapp. Das ist auch so ein sehr zu kurz gedacht. Sonnenenergie zum Beispiel ist unendlich. Wir nutzen bisher nur einen Bruchteil von ihr. Und dabei geht es nicht nur um Photovoltaik, sondern da geht es in der Perspektive um künstliche Photosynthese. Die Umwandlung von Sonnenlicht und Wasser und CO2 in Kraftstoffe und in Kohlenwasserstoffverbindungen, also in biochemische Energie. Es geht um Kreislaufwirtschaft. Eine Ökonomie, die keinen Abfall mehr kennt, die jeden Reststoff zum Ausgangspunkt einer neuen Wertschöpfungskette macht. Auch das kann man von der Natur lernen. Also es geht um viel mehr als um Effizienz, sondern es geht tatsächlich um eine grundlegende Veränderung des Charakters unserer Produktionsweise, die auf Synergie hinausläuft, die auf Synthese hinausläuft mit unseren natürlichen Lebensbedingungen statt auf das alte Raubbaumodell. Und das ist nicht nur eine technische Utopie, sondern das ist auch tatsächlich eine andere Art zu denken, wie Ökonomie, wie Ökonomie gebaut sein soll, so dass sie nicht sagen, Reichtum produziert durch Verarmung der Natur, sondern dass wir sogar den natürlichen Reichtum, zum Beispiel die Biodiversität, noch steigern durch die Art und Weise, wie wir produzieren. Dafür möchte ich gerne werben, und das ist die Idee hinter diesem Wachsen mit der Natur. Und in der Tat, das heißt durchaus festhalten an den Errungenschaften und Institutionen der Moderne, nämlich dass wir in der Lage sind, die selbstproduzierten Krisen mit den Mitteln der Moderne zu lösen, nämlich durch Wissenschaft, Kreativität
und durch Demokratie in diesem Dreiklang. Vielen Dank, Ralf Füchs. Meine sehr geehrten und Herren, Damen und Herren, die Diskussion neigt sich langsam dem Ende, der Abend noch lange nicht. Ich sage gleich noch was dazu und ich möchte gerne noch mal eine Sache festhalten für mich. Das ist mir ein Anliegen. Wenn wir hier über all diese Fragen stehen, geht es überhaupt nicht darum, dass wir uns einig sind, sondern da geht es erstmal darum, dass das Zeug auf den Tisch kommt. Deswegen hat mir der Abend am besten dargefallen, wo Leute energisch mit dem Kopf geschüttelt haben, sich aufgeregt haben, weil genau diese Gefühlswallung brauchen wir, glaube ich, um das, was Caroline Ehmke Übersetzung nennt, zu tun. Wenn wir hier geschliffene Vorträge in schönen wissenschaftlichen Begriffen halten, wird diese Übersetzung nicht stattfinden. Und deswegen ziehe ich erstmal ein sehr positives Fazit dieses Abends und möchte, das wäre der zweite Punkt, allen drei Referenten hier vorne nochmal herzlich danken. Sie waren ein guter Moderator. So, und jetzt kommt übrigens... Und wir danken Ihnen natürlich dafür, dass Sie das 2 Stunden hier ausgehalten haben und auch so viel Position dann am Ende noch eingebracht haben. Vielen Dank von unserer Seite, selbstverständlich. Jetzt gibt es noch eine letzte Anmerkung, die sich in A und B unterteilt. A, der Abend ist noch lange nicht zu Ende. Warum? Weil es draußen was zu trinken gibt und auch eine Kleinigkeit zu essen. Und weil es dann B, ganz wichtig, in circa einer halben Stunde politisches Kabarett aus Österreich gibt. Und selbst wenn man, wie ich, nicht jede Form von Kabarett gut findet, dann bitte ich Sie trotzdem, da hinzugehen, weil das ist richtig toll. So. Stopp! B, ganz wichtig, auch wenn Sie jetzt bitte noch bleiben sollen und viel Spaß haben sollen, auch bei den Gesprächen und beim Wein, bitte kommen Sie morgen wieder. Der Demokratiekongress ist noch lange nicht zu Ende und morgen um 10 Uhr geht es weiter. So, jetzt aber wirklich einen schönen Abend. Ja.